Aber Luis hat mich vorhin auch noch gefragt, wie es aussieht mit dem Schaltmodus. Und da habe ich gemacht, ja, so, fuck, dauert das so lange. Ja, man kommt hier nicht einfach so durch. Jetzt haben wir die Begrüßung ein bisschen verkackt, aber ich denke, da müssen wir durch. Okay, also sagst du mir dann, ab wann ich mich muten soll auf Skype? Ja, du weißt, dass wir jetzt schon online sind, gell? Ja, nicht so schlimm. Nee, überhaupt nicht schlimm. Wir rufen aber jetzt Hallo gleich. An alle Zuschauer, danke. Stimmt, das Hallo haben wir vergessen. Ja, wir rufen jetzt gleich Georgios auf Discord an, der gerade noch eine Partie spielt. Auf jeden Fall da viel Erfolg. Und ja, sobald wir ihn haben, muten wir uns beide auf Skype. Und dann können wir eigentlich loslegen. Ich gehe schon mal hier auf Elvetico. Makali kennt Nico ja auch. Ja klar, die Schweizer. Einer der beiden Schweizer. Okay, dann würde ich sagen, wir starten schon mal auf Discord. Ja. Abgestartet und ja, Nico wird da jetzt nicht dazukommen, das wäre ein bisschen unfair. Ich weiß nur nicht für wen. Mehr drücke ich hier. Okay, ja, so ist perfekt. Jetzt laufen wir Gefahr, dass wir uns doppelt hören über Skype. Ich höre mich doppelt, ja. Ja, ich höre mich auch doppelt, super. Chat, ins Haus hört ihr uns auch doppelt? Ist ja doppelt so schlimm. Okay, The Big Greek scheint noch nicht ready zu sein. Dann müssen wir noch einen Moment warten. Nico, hast du dich speziell vorbereitet auf Luis? Keine Zeit. Keine Zeit. Ich hab's irgendwann mal vor, leider nicht geklappt. Okay, ja, Luis scheint es aber wahrscheinlich ähnlich zu gehen. Also beide in ein unvorbereitetes Match, das wollen wir doch sehen. Man hört euch doppelt, oh je. Ja, ich weiß jetzt nicht. Ich glaube, Luis ist sich schon am Warm spielen. Nicht? Sollen wir mal schauen, was er macht? Also zumindest hat er ganz viele Partien gegen Keats King so in den letzten 10, 15 Minuten gespielt. Stimmt, der ist warm geblitzt. Also Achtung, Nico. Okay. Werdet ihr euch jetzt mutet ihr euch auf Skype? Ja, sobald der Krieg hier dazukommt. Okay. Ja, bis dahin muss man uns halt doppelt aufhören. Aber keine Sorge, man kann mal hören. Oder warte mal kurz, wir können ja auch noch The Big Greek zuschauen. Was er hier macht. Aber das ist ja schon fertig. Okay. Okay. Dann warten wir kurz. Hoffe, er kommt gleich dazu. Wer ist El Helvetico? Adrian. Okay. Ja. Dumm gedacht, auch als Nacht meint hat, da ist der Helvetia am Platz, wie ich immer verwirrt. Hi. Hi. Hallöchen, Marco und Adrian. Ja. Hi. Seid ihr schon am Stream? Ja, wir sind schon dran. Ja. Okay. Chat, hört ihr die beiden? Kurz abchecken hier. Ja, wir können auch noch ein bisschen was dazu reden. Ja, sehr gerne. Reden, das kann ich. Zu leise sagt er, nee, ich mach die lauter, Leute, keine Sorge. Okay. Dann Nico. Okay. Wir haben noch Nico hier auf Skype. Dann muten wir uns mal auf Skype und. Ich mute mich auf Skype. Okay, perfekt. Und dann müssen wir uns jetzt nur noch auf Discord hören.
Ja, ich höre dich nur noch einfach. Schade eigentlich. Perfekt. Chat, ich mache die lauter, keine Sorge. Okay, alles klar. Dann können wir eigentlich den Startschuss geben, oder? Ich muss die, ach, spielen die jetzt schon, stimmt, ne? Noch nicht, glaube ich. Wie heißt nochmal der Luis? Auf Rolo. Rolo, ne? Rolo. Groß R, groß L. Ja, nicht Rolo, Rolo. Und aber herausgefordert haben sie sich noch nicht, sehe ich gerade. Okay. Hab jetzt Nico gerade eben eine Nachricht geschrieben, dass er ihn jetzt herausfordern kann. Die sind immer noch zu leise. Okay, ich mache die noch lauter, keine Sorgen, Chat. So, sag nochmal was. Schön, dass du dabei bist, Georgios. Danke, Adrian. Dass Adrian jetzt gerade gesprochen hat, ne? Ja, genau, genau. Ja, ja. Leute, hört ihr die beiden jetzt? Brutal laut, sagen sie jetzt. Okay, ich hab so einen Filter drin. Okay. Erzählt doch mal was zum Format, ihr beiden. Das ist ja der Chess Hobbits Cup, den ihr aus der Taufe gehoben habt. Wer spielt mit? Mhm. Von wann bis wann findet es statt? Was ist bisher gelaufen? Und was findet heute statt? Für die Leute, die neu dabei sind. Genau, also es spielen deutschsprachige super Leute mit, alle über 2,5. Das heißt, wir selber spielen auch selber, also nicht mit. Mhm. Unter anderem Namen wie Donchenko sind dabei oder Jan-Christian Schröder zum Beispiel hat sich letztes Mal für die nächste Runde qualifiziert. Und ja, die bisherigen Begegnungen waren eben Jan-Christian Schröder hat gegen Leon Mons gewonnen in einem mega spannenden Duell. Buhmann hat sich im spannenden Duell gegen Bogner durchgesetzt. Und die Erstbegegnung war, Marco, hilf mir. Ilja Saragatzki hat gegen Dennis Wagner gewonnen. Genau, gegen Dennis Wagner, genau. Und da hat sich Ilja durchgesetzt. Also drei Chessemi-Akteure. Ja gut, so gesehen ist ja jeder ein Chessemi-Akteur fast. Gibt es irgendwas zu gewinnen eigentlich? Ehre. Ehre, ja, aber ich finde es cool, dass die Jungs das alles alle so mitmachen. Super, das ist mega, echter Hammer. Genau. Also da Lob an Marco, der ja alle rangeholt hat. Wie, hast du nichts gemacht da oder wie? Ich glaube, mein Verdienst war die Vermittlung zwischen ihm und Luis, weil ich Luis WhatsApp-Nummer hatte. Sauber. Ja, Marco okay. Hat sich da gut ins Zeug gelegt, also gebührender Dank. Super. Und das Ganze läuft jetzt bis wann ungefähr? Also wir haben jetzt mal so 2 Matches pro Woche angesetzt. Dann müssten wir bis Mitte März, vielleicht Anfang März, ungefähr rauskommen. Okay. Gut. Heute spielen Luis Engel, mein Chat kennt ihr natürlich, weil ich ein paar Videos gemacht habe über Luis und Nico Georgiadis. Vielleicht will einer von euch beiden den Nico mal vorstellen, weil ich vermute mal, die meisten kennen den gar nicht, die hier zuschauen heute. Nico ist für die Deutschen vielleicht ein bisschen unbekannt, weil er aus der Schweiz kommt. Wir haben ja mit ihm und Sebastian Bruckner 2 Schweizer Großmeister dabei. Auch noch sehr jung, zwar etwas älter als Luis. Ich muss mal schauen, ich glaube 26, 27 die Richtung. Kennen ihn von diversen Schweizer Meisterschaften, hat auch immer die vorderen Plätze belegt. Und ja, freut sich riesig, hier mitmachen zu können. Du hast zum Modus... Genau, den Modus noch. Was erwartet die Leute heute? Weil das geht ja ganz schön lange heute. Also wir erwarten ein sehr spannendes Match zwischen 2 Spielern, die sich jetzt ja 2 bis 2,5 Stunden lang gegenseitig in unterschiedlichen Zeitmodi hoffentlich alles geben. Zuerst werden 5+1, also 5 Minuten plus 1 Sekunde pro Zug, Partien gespielt und das über 70 Minuten. Ja. Apropos, hast du den Timer gestellt? Ja, der Timer ist gestellt. Also im Moment sind jetzt 3 Minuten gespielt und sobald halt eine Partie fertig ist, geht schon die nächste wieder los. Und die erste läuft auch schon. Rolo, das ist der Luis Engel, Helvetico ist logischerweise Nico, Chat, die beiden spielen schon. Das Format ist natürlich so ein bisschen angelehnt an dem Speed Championship von chess.com, was sehr beliebt ist, ne? Ja, weil es
wenn die Gegner einigermaßen gleich stark sind, weil es am Schluss halt extrem spannend wird, wenn es in die Bullet Session kommt. Da können auch mal die 2-3 Punkte Vorstände sehr schnell schmilzen. Also schmelzen, nicht schmilzen. Ja. Mhm. Ja, wenn wir uns zurück an das letzte, ja? Ja, ihr seid ein bisschen unterschiedlich laut, ihr beide. Markus ein bisschen leiser als du, deswegen muss ich gucken, dass die Chat hier kein Tinnitus bekommt. Ich kann auch einfach ein bisschen leiser reden. Oder ich stell dich leiser, habe ich jetzt gerade gemacht. Oder stell dich ein bisschen leiser, wenn es geht. Oder Marco lauter, wenn es geht. Wobei, ich könnte das vielleicht auch. Ja, ich hab Adrian gerade ein bisschen leiser gestellt, vielleicht. Im Discord-Call, ja. Das müsste dann auch gehen. Adrian, sag mal was. Ja. Ja, jetzt ein bisschen leiser. Du bist ja selbst EM auch, für die Chat-Leute übrigens, die haben einen eigenen Kanal hier, die beiden Chess-Hobbits, für die das noch nicht wissen. Adrian ist ja EM. Du bist, glaube ich, so 21, 22 Jahre alt, ne, oder? Genau, ich bin 21 geworden letztes Jahr. Mhm. Und Marco ist noch kein EM, aber ich glaube, das ist auch nur eine Frage der Zeit, oder? Ich arbeite dran, aber im Moment ist es ein bisschen schwierig, so ohne Turniere, aber ja. Ich arbeite mal dran, auf das Level von euch zwei zu kommen. Ja, witzig, also im Blitzen bist du schon sehr stark, ist mir natürlich schon aufgefallen. Im normalen Klassenschach weiß ich es natürlich nicht, da kannte ich dich noch gar nicht. Adrian kenne ich übrigens von früher mal bei so einer Dingens, hier. Ja, beim Faszination Schach dabei. Genau. Faszination Schach von Siebrecht. Kann ich mich noch gut erinnern, also Kloschüssel zerbettet man ja da 10. oder so, also 5-6 Jahre ist das ja. Das ist lange her, ja. Stimmt. Wo war das nochmal? In welchem? In Heidelberg. Stadt? Heidelberg, so da war das. Stimmt, im Sommer. Da war es so warm. Jetzt kann ich mich erinnern. Ja. Irgendwann im Vor-, ja, irgendwann so Mai oder Juni war es. Vielleicht auch April. Irgendwie sowas. Ja. Genau. Gut. Dann können wir vielleicht mal ins Match einsteigen. Erste Partie, ich sehe gerade, das war Drachenvariante. Ich weiß natürlich nicht jetzt, theoretisch kenne ich Luis natürlich sehr gut, weil ich mit ihm im gleichen Team gespielt habe. Mehrere Jahre in Hamburg, Hamburger SK, habe auch schon dreimal gegen ihn gespielt. Und ich weiß, dass er theoretisch jetzt eher, ja, er hat seine Varianten, seine Eröffnung und variiert eigentlich nicht so wahnsinnig viel. Er spielt sehr viel Läufer B5 Sizilianer, jetzt nicht, aber gerade, er hat sich heute wahrscheinlich auf den Drachen vorbereitet von Nico, falls Nico überhaupt Drachen ständig spielt, das weiß ich nicht. Aber schon mal interessant, das war eine Hauptvariante, Chat. Persönlich als Drachenspieler, ich bevorzuge zwar eher den beschleunigten Drachen, aber habe ich auch schon am Drachen probiert und gehe auch über. Mich freut das natürlich, dass ich mich mit der Eröffnung identifizieren kann. Mhm. Weiß hat typischerweise einen Bauern mehr hier, dafür hat Schwarz geopfert am Darmflügel für offene Linien, B- und C-Linie, Chat, und will dort angreifen. Mods, noch einen kleinen Hinweis, ach, da habt ihr schon gemacht, hier ist der Link zu den Chess-Hobbits, lasst mal ein Follow da, ja. Ihr beide streamt ja recht regelmäßig auch, ne, ist mir aufgefallen. Habt ihr so bestimmte Tage, wo ihr streamt immer? Bisher haben wir immer... freitags, mittags und dienstags abends immer gestreamt, also dienstags den Title Tuesday und freitags, mittags alles Mögliche oft gegen Viewer gespielt. Durch dieses Turnier jetzt ist es alles ein bisschen verrutscht, da die Matches meistens sonntags abends stattfinden, machen wir da jetzt immer was. Und, ja, aber wer uns folgen will... Und den Mittwochabend. Genau. Wer uns folgen will, kann uns... Kann bei Instagram nachschauen, da posten wir jetzt immer, wie der Streamverlauf folgt. Ich befürchte, wir können hier keine Werbung für The Big Greek machen, weil so gut wie alle unsere Zuschauer schon ihm folgen. Wer das noch nicht getan hat, schaut auf jeden Fall mal bei The Big Greek Schach vorbei. Einer der Gründe, warum wir mit dem Stream angefangen haben. Tatsache. Ja, von wegen. Wirklich? Tatsächlich. Ja, also, Ein guter Freund von mir ist auf mich zugekommen und hat gesagt, er fängt jetzt gerade mit dem Schach an und hat dabei The Big Greek vorbeigeschaut, ob ich den kenne. Da habe ich gesagt, nee, noch nie gehört. Hab da mal reingeschaut und streamen könnt ihr eigentlich auch mal machen. Mhm. Und Adrian war direkt Feuer und Flamme. Ja, cool. Ich kannte dich auch schon. Also ja gut, klar, wir kennen uns ja. Wir kennen uns ja. Ich habe dich natürlich auch schon auf Turnieren gesehen.
Gränke oder Deizisau, glaube ich. Und dann Fanta kenne ich natürlich auch so vom Sehen, natürlich. Ist ja bekannt. Aber Marco kannte ich vorher nicht. So, was machen die beiden? Das ist ausgeglichen hier, ne? Fünf Bauern, nee, Quatsch, ein Bauer. Weiß hat einen Bauern mehr. Weiß hat einen Bauern mehr, dafür... Ja, den hat er irgendwann auf D5 mit dem Scheinopfer gewonnen. Dafür hat er den Läufer auf C3, also ich denke, das sollte hier irgendwo im Ausgleich sein. Ja, ich würde jetzt... Wenn Weiß genau mit Turm D3 und C4 jetzt ankommt, dann wird sich irgendwann der Mehrbauer schon bemerkbar machen. Ich denke auch, dass hier, wenn man den A5 eventuell sogar festgelegt hätte mit A4, aber auch das müsste eigentlich okay sein, Turm ins Spiel wegen des C-Bauern, ne? Und der hat deutlich mehr Zeit. Deutlich mehr Zeit. Ziehe das meine Einschätzung sein. Ja, du bist ja eher der Dynamiker, ne? Sehr dynamisch spielt. Auf jeden Fall. Ja. Ja. Das war jetzt sehr schön gesagt. So, Läufer C3 greift den A5 an. A4, ja, den kann er jetzt tauschen, immerhin. Turm D7 wird schon direkt unangenehm. Ja. König F7 ist dann Läufer B4. Mhm. Ja, B4 könnte jetzt unter Umständen. Das sieht fast schon so aus, als würde Louis hier mit 1-0 in Führung gehen, oder? Mhm. Ich denke auch. Ja. Nach Lust und Laune hätte er auch noch mit Turm A5 versuchen können, den A3 abzuholen, aber ist natürlich nicht nötig. Den hat. Den A2 will er noch nicht mal. Ah, jetzt laufen die Bauern einfach. Genau, den hätte ich genommen als Schwarz, oder? Ja, ob das viel geholfen hätte. C6, C7 ist doch schon um, oder? Ah, er will Läufer E5 machen, sehr hübsch. Oh! Oder Turm E5 Schach. Das überlegt er jetzt. Ja, das überlegt er jetzt. Den Läufer unterbrechen, Chat hier. Oder Turm D6, damit der Bauer durchlaufen kann, Chat. Ja, stark. 1-0 für... ja. Moment. Wie folgt man am besten einem Spieler? Wie war das nochmal? Auf den Namen gehen und dann, dann schauen wir uns einfach immer die Partie von dem an. Also ich bin jetzt, glaube ich, auf den Boden gegangen. Mhm. Ja. Genau. Und ja. Geht direkt weiter. Sehr schnell, Chat. Ihr seht, das ist sizilianisch. Richter Rauser, sogenannte Richter Rauser. Das hat Louis gegen mich gespielt in der Turnierpartie, ganz überraschend. Normalerweise spielt er sehr viel Neidorf, traditionell, Louis, aber hat jetzt sein Repertoire erweitert mit Richter Rauser noch. Oder klassisch. Nochmal, Chat, für die, die es noch nicht mitbekommen haben, die spielen sehr lange heute. 70 Minuten 5 plus 1, 50 Minuten 3 plus 1 und 30 Minuten 3 plus 1, angelehnt am Chess.com Speed Championship Format. Sehr, sehr beliebt gerade. Und das dauert hier ein bisschen. 2,5 Stunden locker. Volle Aktion zwischen diesen beiden jungen Großmeistern. Vielen Dank übrigens bei uns noch an Jocki, der wieder abonniert hat. Genau, und dazu geschrieben hat, liebe Gruß an Big Greek, ich hoffe inständig auf das Matt auf F5. Ja, ich befürchte, das wird heute nichts bei den beiden hier, die sind zu stark für Matt auf F5, aber mal gucken, wer weiß, im Bullet vielleicht. Ich muss sagen, ich bin kein großer Fan dieser Eröffnung mit Schwarz, weil der König steht immer ein bisschen luftig, ist eine sehr riskante Spielweise. Ich hatte das schon einige Male mit Weiß, das Vergnügen hier. Und ehrlich gesagt, mir fällt mit Weiß immer herzlich wenig ein. Ich weiß, wenn so Läufer H3 Ruck auf E6 machen, aber irgendwie, wenn ich Partien sehe, gewinnt irgendwie immer Schwarz. Ja, es kommt natürlich auch ein bisschen darauf an, wer spielt. Ne? Aber gut, auch bei guten Leuten, wirklich. Auch wenn so 2-6 gegen 2-5 oder so. Okay, sagen wir 2-5 hat Weiß, aber trotzdem muss der Weiße da nicht verlieren eigentlich. Ich habe schon beides gesehen. Die letzte Partie, die mir dazu einfällt, ist Tadi mit Weiß gegen Magnus Carlsen, Norway Chess 2020. Der Computer zeigte die ganze Zeit besser für Weiß an, für Tadi, aber Carlsen war einfach taktisch deutlich besser. Ne? Und hat das irgendwie gewonnen, dann natürlich. Oh, also das ist normalerweise ein Zug, den man. Aber ich bin mir sicher, dass Louis bestimmt weiß, was er tut. E5 kontrolliert diese Felder hier. F4, D4, aber lässt dafür. Genau, lässt dafür keinen Springer nach D5 so leicht rein. Läuft bei E6.
deckt das weiße Feld auf D5 und vielleicht kommt Schwarz zu D5 oder F5 und hat im Zentrum sehr schönes Spiel. Ne? Stimmt, also wenn das jetzt... Bei mir gefällt ehrlicherweise auch. Wenn er es jetzt nicht geschafft hat, ja, D5 oder F5 unter Kontrolle zu kriegen, ja, das ist ein bisschen schwierig zu dritt. Also wenn Weiß es jetzt irgendwie mit Läufer C4, Läufer D5 oder einen Springer da reingesetzt bekommen hätte, wäre es ziemlich schlecht für Schwarz geworden. Aber das, ich nehme mal an, das hat er vorher berechnet, dass er hier direkt D5 unter Kontrolle kriegt. Mhm. Der Läufer auf E7 ist natürlich nicht so toll in dem Zusammenhang, aber das ist eine sehr dynamische Stellung, das kann sich alles öffnen noch. Und das Läuferpaar ist langfristig immer einer der Gründe, warum Schwarz die solche Stellung spielt. Ein Läufer G2 sieht jetzt auch irgendwie so nach einer Art Verzweiflungszug aus, weil ich ehrlich gesagt nicht weiß, was der da tut. Naja, also der Läufer gehört... Also ein Plan ist, Springer H4 zu spielen mit Weiß und dann mit Turm F1, Springer F5 und der Läufer kontrolliert zusammen mit dem E-Bauern und dem D-Bauern das Feld D5, wenn jetzt Schwarz kein D5 spielt. Klar ist mir das alles noch nicht. Stimmt natürlich, der Läufer auf G2 ist dann so ähnlich wie der Läufer auf E7, ne? Ja, wenn D5 kommt, werden beide besser. Ich nehme an, an die Zuschauer. Naja, ich gebe dir recht, der Läufer auf G2 ist schon nicht so schlecht. Ich sympathisiere weiterhin mit der schwarzen Stellung. Keine Ahnung, aber ich mag auch befangen sein. Habe auch jetzt irgendwie das Gefühl, dass der schwarze König ein bisschen sicherer steht als der weiße. Aber das hat man ja, ne? Das ist schon, das ist so eine Stellung, die würde man mit beiden Farben verlieren. Ja. Kommt davon gegen wen? Gegen die beiden auf jeden Fall. Ach, so viel stärker sind die nicht. Ja. Zahlenmäßig. Da kommt halt die Stellung noch dazu. Wobei der Louis spielt auch nicht so viel online. Das stimmt, ja. El Helvetico, keine Ahnung, wie oft er spielt online. Ja, kurz Profil gucken. Ich habe gesehen, Louis hat auf jeden Fall, ich meine, das ist der Account von ihm und seinem Bruder, soweit er es mir mal erklärt hat. Und da sind 1000 Partien gespielt. Das ist jetzt nicht so die Menge für ein GM. Nico hat da schon 1600 und die dann auch alleine. Also. Nico hat irgendwie 420 Blitzpartien erst. Ah, Blitzpartien. Achso, ist das vielleicht der Bullet-Account für ihn? Also was man auch nicht unterschätzen darf, es gibt ja viele Spieler, wo ich mich jetzt mit einschließe, die halt noch einen zweiten Account haben, den niemand kennt, damit man nicht unbedingt so berechenbar für die Öffnung ist. Okay, aber guckt euch mal diese Stellung an. Das kann ja nicht gut sein für Schwarz jetzt. Ja, inzwischen weiß ich, ob ich so... Ich hätte vielleicht eher versucht, mit Turm HD8 und Läufer F8 das Ganze zu regeln und den Springer auf F5 halt überleben zu lassen. Naja, der Läufer auf E7 war angegriffen. Würde ich auch gerade sagen. Also traditionell ist das nicht gut. Nach Springer F5 fängt der Läufer auf E7 halt erstmal. Ja. Ja, eben. Deswegen hätte ich versucht, den Läufer nach F8 zurückzustellen und dann halt versuche mich irgendwann so langsam draus zu lösen. Aber jetzt ist der Läufer immer noch kacke, nur ist der G2-Läufer plötzlich mächtig. Und der E6-Läufer, der die weißen Felder decken sollte, ist halt weg. Ja, plötzlich ist der Läufer auf G2 eine Macht, ne? Auf der langen Diagonale. Ja, echt so. Schwarz droht ein bisschen. Die Idee von Schwarz ist Turm HC8 und dann Springer A3-Schach vielleicht. Aber Springer A3 kann man, glaube ich, einfach schlagen. Das ist das Problem. Springer A3 scheint keine Drohung zu sein. Weil man am Schluss mit Springer B3 das Schach nochmal blocken kann. Ja, genau. Okay, was kommt denn auf Dame F3? Vermutlich muss einfach Springer B6 kommen, oder? Oder König A7, König A7. Ja, der Chat bei uns sagt gerade auch ganz, zitiert mich auch ganz schön. Ich habe vorhin gemeint, habe Läufer G2 sei Verzweiflung gewesen. Werde ich mir noch lange anhören, ich sehe es schon. Ja, zu Recht, zu Recht. Was macht denn der Läufer jetzt auf E6? Ja, er deckt immerhin, aber das habe ich mich auch gefragt. Aber jetzt geht D5. Das
Sorry, dass ich hier schreibe nebenbei. Kein Problem. Na, ja, nee, gut, kein Problem. Kommt der Läufer auf einmal raus, oder? Mit Läufer C5, vielleicht Läufer D4. Mhm. Ja, okay, Läufer C5 wird nicht so einfach sein, wenn irgendwie Springer D3 kommt, aber okay, kam. Jetzt gefällt es mir irgendwie wieder ganz, ganz nett für Weiß, für Schwarz. Aber okay, ich wüsste jetzt auch nicht genau, wie weitermachen. Vielleicht um die 8, D6, C6 oder so. Die spielen mir irgendwie zu virtuos, wird geschrieben im Chat. Ja, die patzen jetzt nicht so viel rum, Leute. Das Großmeisterschach. Ja, wir haben auch schon die anderen Großmeisterspiele gesehen und da gab es ab der 3 plus 1 Session auf jeden Fall einiges Interessantes, wo man sich dachte, okay, ja, schön, dass sie auch mal sowas da sehen. Interessant ist noch nee, harmlos ausgedrückt. Ja, was soll ich sagen? Ich meine, als würde ich so Sachen nicht einstellen. So, F6 greift den Läufer an. Mhm. Und danach wahrscheinlich sowas wie Dame F5. Kriegt wahrscheinlich einen Bauern zurück, entweder ein E oder den Kron. Oh, Turm F8, geht das? Ach ja, geht, weil die Dame das Feld E8 deckt. Ja. Ja. Da war schon wieder irgendwie grenzwertig aus, aber okay, wie deckt man jetzt F6? Ich meine, F7, ja, will man den machen? Ja, aber das ist das Einzige, oder? Ja. Sieht so aus, ja. Ja. Vielleicht kann ich irgendwie F6 spucken und irgendwie den E5 abfüllen dafür. Aber nee, daran glaube ich eigentlich auch nicht. Einer von euch. Boah, Läufer D7. Ja. Ja? Ja. Läufer D7 hätte mir mega gefallen, so von der Idee her. Entweder, dass der Springer auf B6 hängt oder dass ich danach FE habe und E8 Dame. Läufer D7. Ja, wäre schon geil gewesen von der Idee her. Und wahrscheinlich wäre einfach Dame schickt D7 und nach Dame schickt B6 zum B7 gekommen. Abstruse Varianten hier. Ja, da musste ich dran gewöhnen. Ja, ja. Aber dann hätte ich die 7 nehmen können. Herr Marco, Läufer, die 7 war, glaube ich, nicht so dumm. Ja, ja, könnte gut gewesen. Ja, ging vielleicht sogar, ja. Okay. Aber gut, mit 3 Minuten überlegen kann ich sowas leicht sagen. Ich meine, Nico hatte jetzt nicht so viel Zeit. Ja. Stimmt, du sprichst. Ich meine, auch die Stellung ist ja wunderbar spielbar. Sprichst du es an, die Zeit? Ja, immerhin ist sie diesmal bei beiden knapp. Also. Vorhin hatte Luis ja 2 Minuten mehr, eine Minute mehr. Okay, es geht aber nehmen. Achso, nee, Quatsch. Also der Mehrbauer von Schwarz sollte hier nicht allzu viel wert sein. Aber jetzt hängt G5, also ich kann D7 nehmen und G5 nehmen. Okay, macht er nicht. Wäre nicht auf Läufer schlägt D7 und Turm C8 schon gegangen? Doch, mag sein. Sehr konzentriert, der Luis bisher. Mhm. Spielt doch schnell, ey. Da plötzlich hat Schwarz den besseren Freibauern. Springer F5. Ja, Zeit. 2-0. Zeit. Autsch. 2-0. Hm. Der Luis. Nico schüttelt. Der ärgert sich auch offen. Ja. Ach, ihr seht noch das Bild irgendwo im Zoom. Ja, auf Skype. Ja, also wir haben. Ja. So, das ist die Leib- und Magen-Variante von Luis. Er spielt immer Läufer B5 Schach. Häufig Läufer B5 gegen Sizilianisch. Ja, da hatte ich auch mal die Begegnung mit ihm, glaube ich, im Horst Solimo mit zweiten Springer C6. Mhm. Im Blitzen hat er mich damit letztens mega zerlegt. Obwohl er mir gestanden hat, wie ich spiele, er mit am unangenehmsten findet. Aber in der Partie konnte das weder ich noch er bezeugen, bestätigen. Apropos Blitz, am Sonntag spielt einer von euch beiden bei dem Streamer-Turnier mit, oder? Genau, das werde dann diesmal ich sein, nachdem es letztes Mal Marco war. Mhm. Das findet jetzt wohl auch zu 100% statt diesmal, oder?
So ja, letztes Mal, was war da eigentlich los? Also Ruben hat ja schon da angekündigt, dass wir das machen und dann irgendwie kurzfristig war dann doch nicht. Ja, viele haben abgesagt im letzten Moment. Achso. Beim letzten Mal. Oh. Ich glaube, ihr auch. Nee, wir nicht. Oder ihr habt euch gar nicht gemeldet. Noch schlimmer. Das wisst ihr. Vielleicht hatten wir beide einfach keine Zeit. I don't know. Mhm. Nee, ich kann mich dran erinnern. Nein, warte mal kurz. Wir haben diese Unterstellung. Also einmal haben wir mitgespielt auf jeden Fall. Aber ich weiß nicht, ob das ist ja schon ewig her. Ja. Ja klar, das war beim zweiten Mal, war nur noch irgendwie 2-3 Leute übrig. Und Ruben meinte, viele hätten sich gar nicht mehr zurückgemeldet. Und ich glaube, ihr wart auch dabei, die sie nicht zurückgemeldet haben. Oh, geht denn? Ah, okay, was ist das denn hier? Ey, was ist das denn hier? Der Läufer D5, E1. Ja, Thomas E1 oder sowas. Oder Dame jetzt. Ja. Okay. Chat, ich habe auch kurz gedacht. Ja. Chat, Sonntag findet ein Streamer-Turnier statt. Das zweite seiner Art. Könnt ihr schon mal drauf freuen. Mit Akadi Neidic, Niklas Huschenbeet, meiner Wenigkeit. Insgesamt 10 Spieler. Wie viel haben wir denn? 10? 12. Ich glaube, 10 waren es mindestens. Ja. Sonntag, ne? 18 Uhr oder was? Oder 20? Ich weiß gar nicht. 20 Uhr. So spät. Ich glaub, 20 beste Sendezeit. Mhm. Sag mal, steht hier der Weiße komplett auf Gewinn? Ich glaube schon, also das kann man eigentlich aufgeben. Wobei, okay, das überlebt nach Damenschlag E5, dann hat er am Ende Turm und Läuferpaar, aber es sieht nicht so aus, als würde das überleben. Okay, Dame E5, Turm E1, Läufer G7, Turm E5, Läufer E5. Aber ich würde mich da nicht nochmal festhalten lassen, glaube ich. Ja, die Frage ist halt, was die Alternative ist. Ja, auf E1 rausschlagen und dann kündigt der 8. Aber okay, hat Läufer gesehen gemacht. Ja, und jetzt F6 halt, wenn er Dame E3 macht oder so. Oder Turm E1, F6, Dame D6 schafft. Ja, und dann nehme ich auf E5 und habe Dame D6 schaffen und kriege noch D7. Nee, König E8 zurück. Okay, G3 ist schön. Er droht jetzt F4. Mhm. Ja, ich dachte, kurze Rochade kommt Dame G6 Schach. Aber eigentlich soll. König F7. Ja, Dame und. Ja, interessantes Materialverhältnis. Interessantes Materialverhältnis. König F7. F4. Auf jeden Fall F4 sehr schön. Läufer D6. Ich bin mir hier überhaupt nicht sicher. Logischerweise. Und jetzt sehr, sehr interessantes Materialverhältnis. Jetzt kommt der typische Satz, bin ich froh, dass ich jetzt nicht an der Maus bin. Ach. So, wir hätten ja eigentlich nichts zu verlieren. D6, okay. Der Läufer E6, Läufer C6. Turm C6 vielleicht sogar? Sieht logisch aus. Oh, einfach den Bauern erstmal holen. Dame B3 Schach könnte ein Problem sein. Achso, stimmt, weil B7 dann hängt. Mhm. Läufer E6 sieht schon interessant aus. Und dann Turm HD8. Aber bisschen, Dame H7 Schach. Muss noch ein bisschen auf F4 aufpassen, weil der Läufer jetzt keinen Rückzug mehr hat. Aber im Moment würde er noch hängen auf F4. Ja. Ja, der schwarze König ist doch ein bisschen luftig. Schwarz braucht zu viele Züge, um sich zu konsolidieren. G4, interessant. Positionell ist schöner Zug, finde ich. Aber Dame B3 kostet jetzt einen Bauern, ne? Nächsten Bauern. Wobei nach Dame B3 König, ja. König G6 und dann Läufer F5. Oh, da wäre ich nicht hingegangen. Ja, König G6 war ein bisschen logischer mit der Idee Läufer F5 natürlich. Ne? Ja. Außerdem ist Dame B7 Fesselung des Läufers. Er nimmt auch, gut. Fesselt den Läufer auf D7, Turm A8. Aber immer noch, ich weiß nicht, ob das so klar ist. Nee, das ist überhaupt nicht klar. Turm B8. Aber schwarz. Läuferpaar wird irgendwann. Ja. Läufer F5 vielleicht sogar? Ja, Läufer F5, ja klar. Die Läufer sind ja monsterstark hier in so einer Stelle. Und auf einmal geht's los. Das wäre deine Stellung, glaub, ne? Ja. Ich glaube, schwarz hat Vorteil, bin ich ehrlich. Das Läuferpaar ist zu stark. Gerade in der Blitzpartie wahrscheinlich. Ne? Der Computer natürlich ist was anderes, aber. Ja, König G6. Okay. Das ist doch jetzt ein ist der König safe, ne?
Das ist ein Träumchen, sagt er. Auf jeden Fall. So viele Möglichkeiten. Das kannst du auch niemals verteidigen als Weißer. Okay, vielleicht ist jetzt eine Idee H4 und nach GH G4, aber irgendwie mit C2 und B2 also hängen da zu viele Bauern am Darm. Gut, Turm B8 ist auch manchmal einfach. Ja, Turm B8, ja, ne? Rot ja im Moment. Ist halt ein Läuferpaar. H4? Okay. Ja, Rutz H5 und Dame F7. Ja, ja, aber den kann man ja ignorieren fast schon. H5 oder so. Ne? Achso, der überlegt gerade an Läufer schlägt. Die muss da wohl spucken. Ja, einfach zurücknehmen, ich denke, nichts anbrennen lassen. Die Dame G5 Schach droht. Okay, also Turm schlägt C2 geht nicht. Jetzt wieder weggehen, vielleicht nicht zurück, wobei vielleicht doch. Läufer B3. Nee, nicht zurück, dann kriegt man den ja mit Schach. Läufer B3, was für ein Zug. Der gefällt mir. Aber Dame G5 Schach sieht ja sehr nach Dauerschach aus. Nee, Dame G5 deckt vor allem C1. Dann hast du danach Adler. Stimmt! Aber was für Vorschläge hier? Junge Marco, so. Also, wenn der gegangen wäre, hätte ich Adler gewahrt. Ja, irgendwie habe ich das Gefühl, jetzt hat wieder Weiß das Zepter in der Hand. Mehr Dauerschach hat er ja gefühlt mindestens, oder? Ich hätte jetzt an seiner Stelle ehrlich gesagt Dame G5 gemacht. Ja, same. Und dann H5 erstmal mit Schach abgeholt. Vielleicht hat er Angst, dass der König über E6, D6 rauskommt. Okay, jetzt kommt Läufer G6, ne? Wenn er will. Ja. Ja, hat aber trotzdem immer noch Dauerschach wahrscheinlich. Ja, und ich meine, so viel Wahl hat er ja nicht, oder? Als Dame S6. Gut, vielleicht wäre auch König G8 hier gegangen. Ja, König G8 ist noch eine Möglichkeit. Hat ja noch eine Möglichkeit. Ich meine, einmal wiederholen. Ja. Wenn er will. Danach macht er wahrscheinlich König G8. Ich glaube nicht, dass er König H6 macht. Nach König G8 ist, sind die Schachs erstmal am Ende und das Tod macht ein 1. Ja, genau. Also das kann er mindestens machen. Ich mein, aber wie gewinnst du das? Ja, hallo? Ja. Wie verliere ich das, Marco? Nach D7 mache ich mit dem Turm weg. Ich meine, verlieren kann ich es nicht. Verlieren kann ich nicht. Okay, das sagt man so oft. Das sagt man ja sehr oft. Ja, verlieren kann ich das nicht, aber dann habe ich verloren. Läufer F7 Schach jetzt. Ne? Achtung, okay, auf Dame B3. Er muss Dame B3 machen, ne? Sonst, genau. Jetzt Turm B8. Dann kommt Dame Turm G5. Nee, Dame G5. Dame G5. Ah, Dame G5, dann Turm C. Oh, dann muss einer der beiden. Er hat aber auch Dauerschach, ne? Läufer schlägt B3 vielleicht sogar. Aber macht das stimmt. Was ist mit D7? Der geht ja aufs Ganze. Hallo, das ist D7 einfach. Das war ein Fehler. Ja, okay, aber also, nee, Läufer schlägt B3 geht jetzt nicht mehr. Puh. Jetzt war es ein Fehler. Ja, von außen sieht man das viel einfacher. Ne? Wenn man selbst spielt, ist man viel nervöser. Das fällt mir auch immer wieder auf. Ne? Also man sieht einfach mehr von außen. Guck mal, also das ist unglaublich. Krass. Krass. 3-0? Ja, ja. Aber die Partien, die sagen alle, also die Partien waren nicht so eindeutig wie das Ergebnis. Die erste schon, aber die anderen beiden, da stand, glaube ich, Nico lange Zeit gut und hat es dann an einem gewissen Punkt einfach. Nur weil bei uns das nochmal gefragt wurde, wer da im Hintergrund spricht, das ist The Big Greek, der uns hier Gesellschaft leistet beim Kommentieren. Folgt auch gerne ihm, wenn ihr es nicht eh schon tut. Majority Attack der Helvetico ist der Schweizer Großmeister Nico Georgiadis, 24 Jahre alt. Bei, ich glaube, Luis ist schon ein bisschen Favorit von der Elo-Zahl her, oder? Von der Langzahl her nicht. Also von der Langzahl ist das genau das Mittelmatch. Also was meinst du mit Mittelmatch? Wir haben die ja, ja
ohne Kontext ist es ein bisschen dumm. Wir haben die ja die Auslosung so gemacht, dass der Erste gegen den Letzten spielt von der Elo her und so weiter. Also Erster gegen Letzter, Zweiter gegen Vorletzter und so weiter. Und die zwei sind eben genau in der Mitte, ich glaube 8 und 9 oder so. Von den Blitzzahlen her ist aber Louis doch nochmal ein Stückchen besser. Also Blitz und Bulletzahl auf Leeches. Aber... Okay, gibt den F5. Okay, jetzt ist vielleicht wirklich eine Idee. Läufer steckt D4 und dann Läufer steckt C6. C2. Wobei Läufer steckt D4, Läufer D4 vielleicht hässlich geworden wäre mit dann Läufer E5 Schach. Hm, weiß nicht. Ach so, das war sizilianisch sogar. Okay. Ja, also ein komischer Sizilianer. So ja, eine Art Grand Prix-Angriff, aber. Es kann sein, einfach dass Nico ein bisschen überrascht ist von klassisch sizilianisch. Und jetzt sich wahrscheinlich wundert, was er spielen soll. Wahrscheinlich war er vorbereitet auf Neidorf hauptsächlich, aber Louis hat schon ein paar Partien gespielt, auch klassisch. Ja. Hier ist Weiß gar nicht gut rausgekommen, oder? Nee, das gefällt mir auch überhaupt nicht aus weißer Sicht. Total schwache Bauern irgendwie. Sieht gruselig aus, wenn ich ehrlich bin. Okay, auf der B-Linie kann er was versuchen, ne? Nein, wir haben... B7. Wir haben ja im Vorfeld noch ein paar Worte mit Nico gesprochen und da hat er uns auch gesagt, was so seine Vorbereitungszeit war. Und? Und er hat, glaube ich, nicht besonders intensiv sich vorbereitet. Das geht ja auch nicht so gut, wenn man so am Tag arbeiten muss. Was macht er denn? Arbeitet er richtig, oder? Das weiß ich nicht. Ja, Marco, weißt du da mehr? Arbeiten? Das hört sich komisch an. Naja, ist Student, dachte ich eher, oder sowas in Richtung, wenn überhaupt. Also er hat mir gesagt, er hat gearbeitet und deswegen kann er erst um 20.15 Uhr und nicht um 20 Uhr. Also es ging anscheinend auch auf die Minute. Also er scheint hier... Was ist das denn? Wieso geht jetzt Springer E6 Schach nicht? Wegen König schlägt B6. Ich habe eher Angst vor Turm B1, wenn ich ehrlich bin. Turm FB1 ist, glaube ich, ein bisschen stärker. Oh. Also Springer E6, König schlägt B6 ist halt ein Turm. Ja. Nee, einfach ein Turm ist es nicht. Ein Tausch schlägt C5. Ja, aber Turm schlägt C3. Turm schlägt C3 jetzt. Dann Turm schlägt. I don't know, ich weiß nicht, ob das so gut war. Ja, das muss er gut berechnen, wenn er das macht, weil hier droht Springer E6 Schach, Leute, jetzt. Und Turm schlägt B7. Ich glaube, Turm schlägt C3 muss kommen. Ja. Sollte kommen. Was nicht, sonst? Aber... Ja, ich dachte noch, vielleicht König. Ja, König C8 ist schon ein bisschen mit der im besten Fall nur eine Zukunftsstellung. Oder will er wirklich Läufer schlägt D4 machen? Das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, aber dann kommt auch Turm schlägt B7 und ja. Okay, jetzt E7 nehmen, dann geht Turm schlägt E3, Springer schlägt F5. Junge. Turm schlägt E7. Dann ist Turm schlägt E7 doch eine Idee, oder? Das stimmt, aber... Ja, wenn Turm schlägt E7, also es funktioniert schon, aber es bringt halt keinen Vorteil für Schwarz. Für Weiß hat dann aber einen Bauern mehr, oder? Ah doch, warte, es kann funktionieren. Turm schlägt E7, Turm schlägt E3, Springer schlägt F5, G schlägt F5, Turm schlägt E3, Läufer D4. Und dann versuchen irgendwie diese Festung, die paar Züge irgendwie zu aktivieren oder so. Ja, aber auch das Endspiel müsste besser sein für Weiß. Ja, du hast ja noch das. Wahrscheinlich schon, aber es ist ja nur ein Bauern, wenn man schon nach... Für aber die, die ja, neuen zugekommen sind, Chat, ich kommentiere zusammen mit den Chess Hobbits, den Chess Hobbits Cup. Luis Engel spielt heute gegen Nico Georgiadis. Luis ist Rolu. Nico ist der Helvetico aus der Schweiz. Und die Kommentatoren sind im Hintergrund Marco Riele und Adrian Gschnitzer. Boah, so schön zu hören, wie du meinen Namen einfach absolut richtig aussprichst. Ja, dieses Gschnitzer ist geil. Ja, ich meine, so viele wirklich, das ist unfassbar. Bei einem Turnier, ich erinnere mich noch, da hat mein
hat der Schiedsrichter es geschafft, den Namen meines Vaters richtig auszusprechen. Und bei mir hat er dann mega angefangen zu stottern. Als hätte es ein anderer Nachname. Ja gut, ihr könnt euch schon vorstellen, was ich schon alles gehört habe. Stimmt. Wie spricht man eigentlich deinen Nachnamen vernünftig aus? Ja, auf Deutsch einfach so, wie es da steht. Halt, ne? Suleidis. Okay. Ja. Würde ich sagen. Ja, jetzt kommt tatsächlich die Variante, die ihr gesagt habt. Ja. Okay, König F3 und dann halt Meerbau im Endspiel. Sagen wir so, das geht ja jetzt wirklich nicht mehr. Turm B4. Ja, das sollte er mal nicht verlieren jetzt. Ja. Außer er geht jetzt auf D4. Aber ja, okay. Da sollten 2 Minuten schon noch reichen. So, Turm aktivieren, oder? Ja, Turm D3 hätte ich auch gemacht. Einfach Turm A3. Ist G4 hier eine Idee? Oder ist es zu hart? Nö. Nö. Der ist sogar ziemlich gut, oder? Was ist das denn? Achso, den finde ich auch nicht schlecht. Aber warum? Was wird denn der 5 angreifen, oder wie? Der Turm E7. Siebte Reihe. Alles. Ah, dann kommt aber Turm C3 Schach. Ja, das okay, er kann einfach C3 machen. C3 und dann König G3, König. Ja. Boah, aber C3. Ja. Turm E3 hat mir jetzt nicht gefallen, wenn ich ehrlich bin. Ja, ich habe auch hätte instant Turm A3 gemacht. Okay, er macht C3. Und G4 fand ich übrigens ziemlich gut. Die Idee. Weil du hättest ja auf jeden Fall den F5 bekommen. Gut, der aber auch dann hätte ich vielleicht mit Tempo weggekommen, Turm A4 oder so. Turm C4, genau. Turm C4. Ich mache zuerst Turm ja. A3 und dann G4. Aber gut, ist egal, ist vorbei. Stellt sich ein bisschen passiv auf jetzt mit Weiß. Okay, jetzt hätte er den A2 wenigstens nicht mit Schach. Vielleicht ist er sogar. Turm A3 wäre, glaube ich, ganz interessant gewesen. Ja, habe ich auch kurz überlegt, ne, dass er dann beide Bauern bekommt, aber er investiert natürlich auch ein Tempo und dann ist der König am Ende auf der dritten Reihe. So schnell hat Schwarz auch einen Freibauern. Ja, was auffällt, ist auf jeden Fall, dass Louis deutlich schneller spielt bisher. Okay, das klassische Zwischenschach. Nach hinten. Auf die A-Linie geht, damit der König sozusagen noch eine Reihe weiter hinten. Und jetzt kann Weiß auch den König schön nach F5 stellen, genau. Jetzt muss er auch nie den C-Bauern abgeben, was die Gefahr beinhalten würde, dass gegen 2 Turmenspieler am Königsflug nicht mehr gewonnen ist. Ja doch, jetzt droht ja Turm C. Schach und dann König F5. Ich glaube, Turm C2 kannst du dir nicht leisten. Da habe ich immer Turm A7 und König F6. Oder jetzt König F6. König F6, Turm E6, Aufgabe. Jetzt schon. Ich meinte nach Turm C2. Achso. Weil du ja Turm C2 vorgeschlagen hast. Aber ja, hübsch, ne? König F6, Turm E6. Nimmt er den mit dem König oder mit dem Bauern? Nein, bitte nicht Turm F2, König E5, Turm E2, König F6. Bitte nicht. Nein. König F6 und dann Turm E6 und fertig. Nein, das macht er nicht. Vor allem, Louis überlegt jetzt auch eine Weile, das heißt... Nein! Doch. Nein! Er macht's wirklich! Aber Moment mal, ist das so klar? Ja, wegen A1. Ja, okay, ich meine, im fünften Teil kommt Schwarz mit Dame gegen Turm raus. Also, Turm schlägt E6, also... Es muss eigentlich Turm schlägt E6 kommen. Turm schlägt E6, F schlägt. Vielleicht hat er F, E und... Ja, aber auch nach F, E nee, ist einfach... das ist vorbei. Ja. Boah, das gibt's nicht. Wie bitter. Autsch. 3-0, ey. 4-0. 4-0 schon? Ja. Mhm. Oh Gott. Das ist hart. Ja, Chris ist hart. Hat bei uns ganz am Anfang 10-0 in den Chat geschrieben und jetzt schreibt er auch 10-0 wird realistisch. So, Rolo hat Weiß und spielt jetzt witzigerweise gegen seinen klassischen Sizilianer, selbst Weiß. Gegen klassisch mit Weiß. Ich muss sagen, das tut mir extrem leid für Nico, weil die Partien waren echt teilweise eigentlich nicht schlecht und dann weiß auch nicht. Dann geschehen Dinge.
Ich hätte auch nie mit so einer Klarheit gerechnet. Ja, wenn es denn klar wäre. Das Einzige, was klar ist, ist der Punktestand. Naja, er ist auch deutlich schneller, muss man sagen, immer auf der Uhr, ne? Das stimmt. Okay, das stimmt. Also für 3 plus 1 und 1 plus 1 wird es nicht unbedingt besser. Ich bin mal gespannt, wie die Bullet spielen, weil Louis spielt so gut wie nie Bullet. Eigentlich. Der spielt sowieso nicht so viel Online-Schach. Aber ist ein starker Junge. Stimmt, vielleicht kann da Nico noch ein bisschen was rausholen. Die allererste Partie, die ich gegen ihn gespielt habe, die habe ich noch gewonnen. Die zweite wurde Remis. Ne, Quatsch, die zweite habe ich verloren und dritte ist Remis geworden. Ich glaube, ich sollte aufhören, gegen ihn zu spielen, definitiv. Du weißt auch, meine erste und einzige Begegnung mit ihm über dem Brett war bei der Deutschen Schnellschachmeisterschaft, ich glaube 2018 oder 19. Und da habe ich gegen ihn in der ersten Runde gespielt, glaube ich, und der war als ungesetzter Spieler da, weil er halt keine Schnellschach-Elo hatte. Aber er war halt schon IM und angehender GM. Und ich war in der ersten Hälfte gesetzt. Dann nach einer mega spannenden Partie ging es irgendwie Remis aus. Man muss dazu sagen, ich hatte ziemlich Glück auch, weil ich stand halt schlechter und habe ihn noch befummelt zum Remis. Und dann hat er das Turnier deswegen nicht gewonnen, dich bitter verloren hat und wurde deswegen nur Zweiter am Ende. Aber ich habe ihm meinen Remis abgenommen. Ja, bei uns im Verein heißt es immer, man muss die Jungen schlagen, solange es noch möglich ist. Ja. Georgios, wer ist denn der beste Spieler, gegen den du gewonnen hast oder nicht verloren hast? Gewonnen war Kotronias mal. Okay. Griechischer Großmeister. Ja, kenne ich. Kenn. Ja, der ist ja bekannt, ne? Mhm. Aber auch ein Buch von ihm. Ja, wahrscheinlich irgendein Eröffnungsbuch, ne? Ja, ja. Welches? Der hat tausende geschrieben inzwischen. How to beat the Anti-Sicilians, weil ich Probleme hatte irgendwie gegen Mora, Flügelgambit und den ganzen... Ah, okay. Ja, stimmt. Das ist Quality Chess, ja. Ja. Ich muss mal kurz. Game Bunny, Freddy Store, danke für den Raid, mein Lieber. Ich hätte das Muschnell leider. Wo wir gerade über griechische Großmeister gesprochen haben, da hat einer geradet gerade. Hast du es noch vor, griechischer Großmeister zu werden? Überhaupt Großmeister? Nein, ach, ich bin ja sowieso der beste Georgios der Welt. Das reicht mir schon. Ich glaube, damit habe ich schon alles erreicht. Ja. Das ist auch kein so seltener Name, oder? In Griechenland ist das ein sehr häufiger Name. Ja. Aber auch nur in Griechenland, deswegen. Ja, trotzdem, ich meine, in Griechenland könnte es schon einen Georgios geben, der aus Versehen ein Großmeister, oder? Na? Nee, es gibt tatsächlich keinen Großmeister in Griechenland, der Georgios. Das heißt, es gibt nur ein paar IEMs. Aber die anderen sind alle schlechter als ich. Ja, Respekt davor. Ja. Ich bin noch lange nicht der beste Adrian der Welt. Ja, da gibt es noch so einen Michael Tschischin, aber wen noch? Okay, der ist Adrian. Stimmt auch wieder. Nee, ich rede von Michael Tschischin. Ja, ja, ich weiß. Ja. Ich suche noch nach anderen Adrians. Ja. Ich müsste natürlich einen Spanier. Ein Spanier? Ja, der hat irgendwie 2-5 noch was. Ist mir bei der spanischen Meisterschaft aufgefallen, die ist auf Chess24 verfolgt. Adrian heißt er dann. Ja, gut. Ich müsste natürlich alle George dazu nehmen und George, aber ich kenne keinen Großmeister, der George heißt im Vornamen. Wenn ich ehrlich bin. Hm. Fällt mir keiner ein jetzt gerade. Stimmt. Oh, Springer E6, der kommt auch wieder raus, ja. Ne? Ist ja okay, er kann halt gedeckt werden. Ah, mit Läufer C4, genau. Nach Läufer D7, ja, auf den Läufer steckt A6, geht. Geht? Nach Läufer D7, Läufer schickt A6. Aber ich meine, das Endspiel müsste eigentlich okay sein für Schwarze. Das Läuferpaar, okay, aber gar nicht so leicht. Oh. Wir haben Georg Meier. Vielleicht H4, H4 einfach. Stimmt, Georg Meier, Georg Meier, scheiße. Georges Gabriel Grigore, wer ist das denn? Irgend so ein rumänischer Großmeister. Die zählen nicht. Den habe ich noch nie gehört, den Namen.
aus der Wertung ausgenommen sind Bulgaren. Genau. Ein bisschen Glück habe ich natürlich auch, dass der Tari Arian heißt und nicht Adrian. Ist das überhaupt die norwegische Form von Adrian? Ich glaube nicht. Ich glaube, Arian ist schon ein eigenständiger Name. Sind ja auch schon ein paar über den Weg gelaufen. Vermute ich auch, ja. Ich komme gleich zurück. Ich bin in einer halben Minute wieder da. Ja, kannst du auch eine halbe Minute länger. So, H4, Turm H7. Kann er jetzt hier nehmen? Weiß möchte Turm H7 spielen, Chat. Und den Läufer hier fesseln auf E7. Gute Idee von Weiß. Die Frage ist, kann er auf G3 nicht trotzdem nehmen? Weil er mit Turm C, E8 das Ganze vielleicht noch irgendwie halten kann. Ja. Mhm. Aber natürlich sehr, sehr dynamisch gespielt von Luis, muss ich sagen. Gefällt mir. Hawk08, danke für den Prime. Mods, ihr könntet mal irgendwie so 2-3 Zahlen zum heutigen Abend noch schreiben und dann einblenden, falls die Leute neu hinzukommen und immer wieder fragen, was machen wir hier gerade eigentlich? So, wieder da. Ah, im Übrigen kann man unten natürlich auch den Zwischenstand sehen, weil die heute das erste Mal gegeneinander gespielt haben oder spielen und man sieht halt immer die Session, die Punkte unten. Das ist auch nicht schlecht bei Leeches. Turm H7 macht er sofort, greift den Läufer an. Was ist mit Turm C8? Oder kann er vielleicht sogar auf H2 nehmen? Nee, Quatsch. Und G2 auch nicht. Na, wobei, und dann Turm G1 hinterher? Nee, er hat ja Turm H8, Turm G1, König C1. Ne? Jetzt geht auf jeden Fall Springer C. Ah, warte, da ist die 3-Bauer, der ist schwarz. Ist ja schwarz. Was wolltest du machen? Aber auch hey, hier fällt wieder auf. Ja. Das heißt, du G3 schwarz. Ja, schwarz hat schon wieder keine Springer. Zeit mehr, ne? Ja. Ja. Schwarz hat schon wieder keine Zeit mehr, ne? Ja, jetzt Springer F5. Der Springer kommt plötzlich nach F5. Natürlich ein mega Feld für den Springer. Ich glaube, Turm H8 hätte er. Wobei, dann hänge E4. Nee, es hängt E4. Nee, der Läufer hing doch. Ja, ach, ja, aber der Turm auf H7 auch, der springt auf F5 ja, auch. Ja. Okay. Ich glaube, Läufer E4, jetzt aber. Nee, also Turm schlicht jetzt. Ja, aber trotzdem geht er. Muss ja, aber gehen. Dann hängt. Läufer schlicht. Dann hängt noch A6 hinterher. Nach Turm schlicht F6, ich glaube. Aber F5 hing auch. Ja, wir rechnen hier so schnell und die beiden machen was ganz anderes die ganze Zeit. Ja. Aber mir gefällt, wie Luis spielt bisher. Sehr, sehr dynamisch, sehr aktiv immer, seine Figuren, muss ich sagen. Gefällt mir sehr. Ich muss sagen, Luis ist von der Spielweise, ist mir zumindest aufgefallen, erinnert er mich auch an mich, nur ist Luis einfach viel besser. An dich? Tatsächlich, ja. Ich finde, ich erkenne mich in seiner Spielweise oft wieder, nur er macht es irgendwie gut. Deswegen hat es auch Spaß gemacht, gegen ihn zu spielen. Einfach spielt immer E4, hat seinen Tarasch gegen Französisch. Stimmt, das macht er immer. Mit Schwarz hat er seine Sizilianer. Können auch so meine Sizilianer oder andere. So. Springer E7 greift den Läufer an. Schwarz hat keine Zeit mehr. Das sieht natürlich schon wieder schlecht aus von der Zeit her. Gibt jetzt den Läufer ab. Aber die B-Linie, das wird nicht einfach hier. Weil es muss stimmt, die B-Linie, stimmt. Oh, Turm B8, komm, was macht er denn? König B4, was hat er denn? Turm B8 wäre nice gewesen, ne? Ja, vielleicht hat er Angst wegen Turmcheck, ist das sein König. C3 provoziert. Ja, jetzt. Ja, der Fuchs. Ich glaube nicht, dass er das groß geplant hat, den C3 zu provozieren. Ich glaube nicht, dass es gut war. B4, oh, nicht schlecht. Okay, jetzt geht's ab. Ja, aber es geht ab und wer hat 4 Sekunden auf der Uhr? Stimmt. König A4. Mit Schach auch noch. Wo geht denn der Läufer hin? Also König F7 einfach, die Sau. Und dann Turm G8. Turm schlägt C6, geht nicht oder was? Ah, Turm schlägt A6 matt. Turm schlägt A6 matt. Oh. 5-0, ey. Ganz klares Ding bisher für Rolu. Unglaublich.
Ey, der Nico, der wird noch, wenn das so weitergeht, wird er heute Nacht heulen, ne? Oder Schachkarriere auf. Er schaut auch schon ein bisschen. Die Variante, diese Variante, kann man die wirklich spielen? Mit Weiß. Er schaut auch schon ein bisschen fertig aus auf Skype. Er tut mir so leid, ne? Wirklich, er tut mir so leid, weil auf die Partie war heftig. Alles andere als klar. Hätten wirklich drei Partien anders ausgehen können. Ja, die wiederholen die gleiche Variante wie gerade, ne? Ja gut, Nico sagt sich, das entschuldige ich dieses Mal. Ja. Was sagt wer? Nico sagt sich, das Endspiel gewinne ich dieses Mal. Jetzt stelle ich nicht nochmal den Turm ein. Ja, stimmt. Oder stimmt, einer im Chat sagt, dass einer im Chat schreibt, das erinnert sich an, erinnert ihn an Schalke gegen Bayern. Ohne jetzt unfair zu sein. Ja, gut, aber im Ernst, jetzt hast du vor dem Match Schalke gegen Bayern als das Gefühl, Bayern könnt ihr, Schalke könnt ihr was holen? Nö. Wie ist es denn ausgegangen? Nee, war nur allgemein gemeint. Ich glaube, es war nur allgemein so. Schalke gegen Bayern, dass die da immer auf den Sack kriegen. Also die spielen gar nicht heute. Okay. Nee, aber Schalke hat wieder verloren, so viel ich weiß. Okay, das Endspiel ist aber einfach gut für Weiß. Schwarz. Aber Nico ist so schnell da reingegangen. Weiß der nicht, dass er hier schlecht steht, oder? Das ist gar nichts, ne? Der Läufer ist ja sogar besser als der weiße Läufer. Aber da gucken einige Leute. Oh Mann, ich glaube. Ja, sag. Ja. Nico sollte jetzt versuchen, das einfach zu vergessen und irgendwie die Sicht oder den Kopf klarkriegen für die 3+1 Session. Ja, ich glaube, das ist auch mal psychologisch auch immer extrem schwierig, wenn man erst mal ein paar Partien verloren hat gegen eine Person. Dann nochmal rauszukommen aus dem Loch, weil man traut sich dann noch weniger zu. Das kenne ich. Ich habe genug die Erfahrung gemacht. Aber ich fühle mit ihm. Ich glaube, das sind alles Fehler. Zum Beispiel der Turmeinsteller vorhin. Die wird der over the board einfach niemals übersehen. Niemals. Kann ich mir nicht vorstellen. Und plötzlich online sitzt man vor dem Brett und denkt sich so, okay, ich muss jetzt denken. Und dann addiert man keine Züge. Also man setzt keine Züge hinter Züge im Kopf, sondern man denkt, okay, der Zug sieht gut aus, sieht immer noch gut aus, ich mach ihn. Und dann so, fuck. Also mir geht es jetzt extrem oft auch so. Es wird vorgeschlagen, jetzt auf D5 die Qualität zu opfern. Und dann Weiß ist dran. Und dann Turmschlicht B7, ja. Ist eine Idee. Gar nicht so blöd. König E6. Ich glaub, das ist gut. König E6, dann macht er auch. König E6, C6, da kommt aber. Ja, C6, C7 und das ist doch immerhin schon etwas. Ja, aber Turm B8 muss ich den Turm tauschen, oder? Na, Turm B8 ist Läufer C7, oder? Ah, Läufer C7 macht er, nice. Das gefällt mir, das ist gut. Das gefällt mir. Und dann Läufer E5 und F6 droht nie wegen Turm B6. Ah, okay. Ja, na, stark. Die Stellung hat er jetzt auf jeden Fall ein bisschen Kompensation. Weil jetzt Läufer D6, C6, C7. Ja. Gut, der D4 muss er aufpassen, dass er den nicht einfach einstellt. Okay, ab und zu habe ich dann noch Läufer E5 Schach, je nachdem. Ja gut, sobald du den Läufer wegziehst, wird er EF6 machen müssen, oder? Wobei, dann hast du vielleicht auch Turm F7 und Läufer E7. So dämlich, wie es aussieht. Nee, ist auch dämlich. Kommt König E6. Vergesst, was ich gesagt habe. Ja, der König F2 ist mein. Turm E8 kann er machen. Genau, Turm E8 ist wichtig. Die Idee ist Turm E4. Wobei nach Turm E4 Läufer E5. Ja, F6 dann aber, ne? Und dann Turm F7. Ah. Stimmt. Ja, Läufer E5 wäre stark gewesen. Auch sofort, ne? Ne, dann kommt immer Turm F8.
Jetzt Turm F7. Okay, da kann man nicht so falsch sein. Ah, der Läufer ist ungedeckt jetzt, ne? Das ist natürlich ein bisschen nervig. Auf C7 kommt ja. Turm E6. Okay, der Turm B8 dann ab, ne? Ah, oh. Oh, das ist mein. Ja, aber Turm B6. Ja. Ah, Turm B6 und dann König D7 und Turm E6. Ah. Aber jetzt König okay. D7 und Turm E6. F5? Vielleicht okay, F5, F5 ist noch aus. Ja, ja, einziger aber. Fast schon. Der muss er machen. Und das glaube ich auch gut. Ja. Was passiert denn nach G schlägt F5? Stehen lassen kann man. Ja, dann kann mein Läufer wieder wegziehen. Und nach Turm E6 kann der Turm wieder wegziehen. Ja, nach Turm E6. Das reicht doch erstmal schon. Nach Turm E4. Es droht Turm E6 hier natürlich, genau. Jetzt macht er Turm E6. Vielleicht Turm B8 oder Turm nee, B3. Ja, kannst du es mal abwarten. Ne? Ja, nach Turm E4 ist. Okay, vielleicht gibt er die Qualität. Ja, jetzt kann er die Qualität einfach zurückgeben. Ne? Oder du kannst. Aber jetzt geht er nach B6 und holt mir F6 oder A6. Also. Okay, Turm A5. Aber es ist echt krass, wie gut sich Louis verteidigt. Ja, jetzt F6 auf jeden Fall mitnehmen. Aber dann verlierst du A2. Okay, ja. Jetzt kämpft er wieder ums Remis, ne? Mit Weiß. Ja, aber ich glaube, das kriegt er, wenn er F6, F5 kriegt. Ja, kriegt er nicht. Nix gibt's. Gemein, dieser Lukas. Ja, er hätte. Ja, Schach hätte auch nicht gebracht, ne? Wenn König G6 irgendwann. Okay, aber jetzt laufe ich rein. Ich glaube, F4 holen ist nicht so gut. Ja? Turm A7, ist nicht so König gut. E6. König E6, Regenschirm. Weil er steht besser. Oh, jetzt hat er den König aktiviert. König steht F6. Nein, er steht nicht besser. Ja, er kriegt F5. Ja, ich habe mindestens Remis jetzt. Jetzt habe ich mindestens Remis mit Turm 8, A7. Like auf was drüber. Okay. Remis. Ja. Okay, immerhin, Remis ist schon mal ein Weg in die Partie, ins Match reinzufinden. So. Boah, stell dir vor, wir würden jetzt so A3 sehen, Marco. So zweitens A3. Boah. Das darfst du hier vor The Big Greek nicht sagen. Ich weiß nicht, Georgios, wie sehr du das mitbekommen hast, aber A3 ist so das unser Special, unsere Variante gegen Sizilianisch. Ja, wahnsinnig. Ja, im Stream auch ganz gerne spielen. Ich meine, Leute wie Chipparinov musst du schon dran glauben. Also. Oder fast. Ja, das habe ich doch im Streamer-Turnier gegen dich gespielt, oder? Ja. Okay. Das lag aber nicht in der Eröffnung, dass du gewonnen hast. Nee, auf gar keinen Fall. Es liegt aber auch nie an der Eröffnung. eigentlich nie, ne, genau. Doch, manchmal schon. Ich habe letztens gegen den spanischen Streamer gespielt. So ein GM mit 2-5 oder so. Und der hat halt Seitenspringer C6 gemacht und ist dann in die Variante reingelaufen, die halt plus 4 ist von Haus aus, für Weiß. Und dann haben wir da auch im Stream vorbeigeschaut. Seine Reaktion war auch ganz amüsant. Aber ja, kommt nur ab und zu vor. Nee, ja, das sieht doch eigentlich strukturell vernünftig aus für Schwarz. Ja, vielleicht kann er hier noch verkürzen. Wäre wichtig vor der 3+1 Session. Nochmal ein bisschen. Die haben aber noch, warte mal, bis 25, ne? Nee. Noch 10 Minuten, also jetzt unsere Zeit läuft hier noch 8 Minuten. Das heißt, kommt die noch rein, die Partie danach? Ja, kommt drauf an. Also wenn sie in 8 Minuten mit der Partie fertig sind, dann ja. Dann spielen sie noch eine und wenn sie halt mehr als 8 Minuten brauchen, dann ist halt oben. Genau, weil es gerade noch gefragt wird im Chat. Ja, die letzte Partie, auch wenn die Zeit dann rum ist, die wird noch gezählt. Genau, also sagen wir jetzt mal, die spielen hier noch 7 Minuten, also es wäre dann noch eine Minute übrig, dann fangen sie noch eine neue Partie an und die zählt dann genauso rein wie die davor. So, er hat F5 geschafft hier. Mhm. Kann man den nehmen? Auf C4 kann man nicht nehmen. Doch. Er hat auf C4. Warum auch nicht, ne? Ja. Gut, wenn er jetzt noch die Damen runterkriegt, ist glaube ich, alles gut. Ja, okay, ich meine, wenn er die Damen nicht runterkriegt, dann muss Weiß ein Tempo verwenden.
Und ich weiß nicht, ob er sich das Tempo leisten kann. Dann kommt so A3 oder so. A3 ist das Problem hier, ne? Genau. Okay, jetzt zwischennehmen würde A4 schenken, kosten. Wobei, da hättest du vielleicht noch mit Turm C2 noch. Ja. Aber Nico hat eine Minute mehr. Ja. Das war diesmal beschleunigter Drache, okay. Ja, und jetzt nehmen und A3. Ah, E5 sind da. Warum kann man nicht tauschen und dann E5 nehmen? Der macht er wahrscheinlich. Ja, er will auf A4 an. Und dann macht er gar nicht. Jetzt A3. Hallo? Achso, warte mal kurz. Turm schlägt B7. Ja, er möchte Turm schlägt B7, Turm schlägt E7 machen. Aber das ist dünn. Da läuft mein B-Bauer doch rein. Ja, aber F6 hängt das gleich. Ist trotzdem, der B-Bauer ist doch drin, da kriegt doch einen Turm für. Nee, so klar, so einfach ist das. Ich meine, A3, Turm schlägt B7, AB, Turm schlägt E7, König weiß der Geier wohin, König F8 und dann nehme ich mit C3 mit und Turm C1 ist schwierig. Aber weiß ist dran erstmal, ne? Nö, hier ist schwarz dran. Nach Turm schlägt E7 Schach, König und König ist erstmal weiß dran. König F8, ja gut, aber der weiße Turm auf E7 hängt und der springt auf C3 auch. Da hat er recht, Alter. Der F6 hängt aber auch. Ich kann F6 dann mit Schach nehmen. Turm ja, jetzt hätten wir es nicht. Wir können okay, ich gehe nach G8. Du kannst vielleicht auch nach H6 gehen, oder? Er zieht eh weg, okay. Ah, jetzt hängt aber. Turm schlägt A. Aber das hier. Okay, nach Turm nehmen Springer C3. Nach Turm schlägt E7, geht König F8. Ja. Jetzt geht er, ja. Und dann läuft entweder der Bauer rein, oder? Ja. Oh, achso, so nicht. Oh. Ja. Wie blind sind wir denn? Das gibt's ja, ihr habt es auch nicht gesehen, oder? Nee, voll schlecht. Scheiße. Ja, aber er hat immer noch einen Bauern mehr. Wieso nicht? Das ist ja den Doppelbauer, scheiße. Turm C2, Springer E3. Ich muss sagen, ich habe das zwar gesehen, aber ich denke, Schwarz steht auch hier gut. Turm C2, Springer E3. Der E-Bauer ist halt schneller als der A-Bauer. Im Prinzip. Ja, und der weiße König steht halt schlecht. Vor allem nach E4 hat der Springer auf B2 nicht mehr so viele Felder. Jetzt lässt er sich ein bisschen Zeit, der hat auch ein bisschen Zeit, gut. Ja. Okay, E4, Turm A1, E3, A5. E2. Dann hat der weiße König überhaupt keine Felder mehr. Turm C2 erstmal, ja. Ja, wieso nicht? Stimmt, das ist gut. Wenn der Springer wegzieht, Turm A2 oder was? Ja. Na gut, dann ist die Gefahr schon mal gebannt, oder? Springer E3 kommt vom F2 vielleicht. Ich bin für Turm A2 und nach Turm E1 hat man immer noch König F6. Gut, E4 ist auch ein Kandidat. Stimmt. Um den Chat noch zu beantworten, ja, der Preis ist Ruhm und Ehre und einfach die Möglichkeit, gegen gleichwertige Spieler ein schönes Match über längere Zeit zu spielen, was ja heutzutage durch Corona nicht so einfach möglich ist. Deswegen, wir sind trotzdem sehr erfreut, dass ohne Preisgeld sozusagen so gute Leute am Start sind. Natürlich extrem cool. Nach Hause geht er. Ja, Springer E6 war zu verteidigen. Jetzt hat er den Turm passiv gestellt. Jetzt überlegt er über A6, ne? Denkt er nach. Passiv. Nach A6 wäre, glaube ich, EF. Vielleicht. A7 und dann. Ja, er wäre vielleicht gegangen. I don't know. Jetzt Turm D6 oder was? Oder Turm C5. Turm C5 und Turm Check A5. Gut, also. Okay, E2 hängt nicht wegen Matt. Das heißt, ich könnte jetzt Turm D4 machen. Das kommt nach Turm D1. Boah, jetzt Springer E3. Ach komm. Ah. Springer E3 hätte so Stil gehabt. War sofort gewonnen? Statt Turm D2. Ich weiß nicht, ob es direkt gewinnt, aber. Ich habe das inzwischen gesehen. Er hat ja genug Zeit eigentlich, ne? Nochmal. Turm D1, Springer C2, Springer E3.
Nee, nee, mach den. Ganz prosaisch. Ich glaube tatsächlich aber auch Nico ist einer, dem nicht so nicht so das Taktische liegt, sage ich mal. Ja, irgendwie nicht, ne? Aber wie gesagt, das ist online und over the board ist halt ganz anders. Also es sind ganz andere Sachen, die man da sieht oder nicht. Jetzt läuft der einfach mit dem König rein. König D5 vermutlich, oder? Ja, leichter gesagt. Mhm. Oh, und dann hole ich mir mit König D2 den Turm und schiebe den nächsten E-Bahn. Also jetzt so Springer B6. Ah, König C5 noch, zwischenziehen. Ja, okay, hat er nicht gemacht. A7 aber. Ja, A7. Ja, ja. Nee, habe ich gesehen, aber jetzt König. Ah, ich dachte so, König D3 wäre noch eine Idee. Das sieht immer noch gut aus. Ja, der Springer vor allem. Ja, der findet aber noch Felder. Oder? Ja, König D3. Und dann Turm C. Ja? Genau, dann Turm C7, Turm C6 und dann Turm C2 Schach. Hat er aufgegeben? In der letzten, nee. Wir sind jetzt übrigens in der letzten Minute 5 plus 1, also vielleicht kriegen wir noch eine Partie. Kann aber auch gut sein. Also Turm C7 jetzt. Vielleicht oder sogar Turm F7. Springer E3 Schach vielleicht sogar. Oder E3. Ja. Ach, so viele Züge. Turm C7, 8. Ne? Und dann, okay, dann jetzt aber nicht den E4 einstellen. Wobei, es steht nicht den E4 ein, weil ich habe nach Turm C2 Turm schick, C2 Springer E3 Schach. Dann ist es vielleicht gut. Turm C2. Ja, oder einfach E3. Zu einfach. Aber jetzt in keine Springer reinlaufen, das wird mir zu sehr wehtun. Wirklich. Jetzt Turm C2, oder das müsste gewinnen. Das müsste eigentlich gewonnen sein, ja. Ja, Turm C5 müsste eigentlich auch glatt gewinnen, oder? Ich glaube, er will halt nicht zu früh tauschen. Okay, nach klar. Okay, aber nach König F3, König D3 hat halt nie die Gefahr, in eine Springergabe reinzulaufen, weil der Springer erstmal 3 zu gebraucht, um Schach zu geben. Ja, D keine Möglichkeit, eine König Gabe. D2. Jetzt König D2. Springer D4. Jetzt den Springer umgruppieren. Ja. Springer H2 Schach. Das Bauernendspiel, ja, könnte auch gewonnen sein, eigentlich. Aber König D1 ist gut. Ja, Springer E2 geht ja nicht wegen Springer H2. Ja. Okay. Ja, ist gewonnen. Anschlusstreffer. Zugzwang, ne? Einfach Zugzwang. Oh, nice. Und noch eine Partie, ne? Ein Rematch. Leute. Sicher. Ah. Ja, die Zeit ist um. Okay. Okay. Ah, das ist der D4 geworden. Jetzt wäre es D4 geworden. Aber vorher auch D4, ne? Nee, okay, das jetzt, vorher war jetzt machen Sie Pause. Ja. Genau. Wie lange? Ein paar Minuten. Die letzten Male waren es so 3, 4, 5 Minuten. Okay. Steht 5,5 zu 1,5, ja, ne? Ziemlich deutlich. Die letzte hat Nico gewonnen. Chat. Jetzt steht 50 Minuten 3 plus 1 an, ne? Genau. Okay, und geht gleich weiter. Ja, Nico. Aber geht kurz, ich glaube, da sind wir uns einig, wir gönnen es Nico einfach, dass er jetzt auch mal eine nach Hause gebracht hat. Ja, natürlich. Also ich gönne es ihm mega. Also das, der Arme. Wirklich, das. Weil auch die Partie hat er ja gut gespielt eigentlich von. Ja. Nee, nee, die Partie war deutlich. Aber Springer E3 unterstreicht auch nochmal die taktischen Stärken von Marco. Gefiel mir sehr gut, habe ich nicht gesehen. Da hätten wir noch eine Partie hier. Ja, stimmt. Die er dann vielleicht verloren hätte. Also. Stimmt, clever gemacht. Wer weiß, ich kann es gar nicht einschätzen. Vielleicht ist ja das Bullet seine Stärke. Ja, mittlerweile hat er auch ein bisschen schneller gezogen. Ja, die letzten zwei Partien hatte er auch nicht mehr so endlos wenig Zeit. Zinterspause, ne? Ja. Marco, haben wir nicht letztens auch im Stream gegen jemanden gespielt, der hatte irgendwie 200 Taktikaufgaben gelöst an einem Tag oder sogar 400?
Ja. Luis hat auch heute noch 4 Taktikaufgaben gelöst und plus 90 gemacht. Was? Ja. Ach so, der hat aber eine lächerlich geringe, der hat ja nur eine 2,388, total wenig. Ja, schon. Aber es war wirklich lustig. Georgios, wir haben letztens im Stream gegen jemanden gespielt und wir haben ein Profil angeschaut und der hatte wirklich an einem Tag 500 Taktikaufgaben hat er gelöst. Aber wahrscheinlich so auf schnell, ne? So bulletmäßig. Ja, schon, aber ich meine, wenn er da mal plus ein paar hundert macht, müssen ja auch ein paar richtig gewesen sein, egal wie schnell er es gemacht hat. Vielen Dank an Ted für die Spende. Vielen, vielen Dank. Puh, okay, was sind eure Prognosen? Ja, nach dem Auftakt ist natürlich klar favorisiert der liebe Luis. Das Witzige ist, er hat nur 8 Bullet-Partien bisher auf seinem Account. Das heißt, man kann natürlich nicht wissen, wie gut er im Bullet ist, aber natürlich wird er im Bullet auch stark sein. Er spielt es halt nur extrem selten. Ja. Tom Pollock schreibt auf jeden Fall, das wird nochmal spannend. Ich glaube das auch. Das wird nochmal spannend. Witzigerweise sind da ein paar Bullet-Partien gegen mich drin. Vor 8 Monaten. Nico schreibt mich immer dran. Ja. Als ich ihn mal zu Gast hatte bei mir in der Sendung. Witzig. Vor 8 Monaten, also der letzten Bullet-Partie gespielt, so richtig. Vielleicht werden ja die nächsten 8 wieder gegen dich sein. Ja, es war ja nur 3. Vor 8 Monaten war das. Also er spielt halt überhaupt kein Bullet, ne? Und, Adrian, ich glaube nicht, dass die nächsten gegen Georgios sein werden. Ich behaupte jetzt mal, die nächsten werden gegen Nico sein. Ah, Touché. Junge, ich bin so lost. Gibt's ja gar nicht. So, gleich 50 Minuten 3 plus 1, Leute. Mal gucken, ob Luis da genauso überlegen ist, wie gerade bei 5 plus 1. Mal gespannt. Also Nico habe ich jetzt den Auftrag gegeben, Luis herauszufordern, was er vermutlich auch schon gemacht hat. Und sobald die da im Game drin sind, kann es weitergehen. Und Nico hat weiß, ne? Und das ist tatsächlich zufällig. Also er hatte ja gerade eben weiß. Und er hatte schwarz gerade. Ach so, stimmt. Ah, okay. Ja, sorry. Er hat die letzte Partie weiß gehabt, die dann aber nicht gespielt wurde. Ich dachte, die wechseln einfach ab halt, ne? Ja, so ist es gedacht. Dann hat er weiß. Okay. 1-0 für dich. das ist zufällig. Ja, nee, die wechseln ab. Entschuldigung, kann ich. Ich wollte nur sagen, das erste Match ist. Hatti läuft. Ja, er ist weiß, Tatsache. Ja. Ist aber zu. So katalanisch. In meiner Variante mit schwarz. Ja, ich hatte noch 0 Turnierpartien, aber ich hatte es vor. Täuscher, da läuft bei die 7er? Nee, ist das normal? Springer C6 dann? Und, nee, ich kenne das nicht. Doch, so spiele ich das. Und zwar, also will ich das spielen, ich habe mich vorbereitet, wirklich 5 Stunden auf Fabian Benziger in Innsbruck und dann drückt er mir erstens Springer F3, ne? Ich dachte, ich kotze weg, wirklich. Ich habe mich 5 Stunden vorbereitet auf Kack D4, C4, Katalanisch, weil das immer spielt, da spielt das mit der anderen Zugfolge, sodass die Variante nicht geht. Das hat mich so abgekotzt, ne? Nach 20 Zügen konnte ich aufgeben. Ja, mit diesem DC4 geht dann nicht, ne? In vielen Varianten, das ist blöd. Ich habe dann halt mein anderes Zeug gespielt, aber ohne Vorbereitung. Und er hat was anderes gespielt und dann hätte ich ein paar positionell fragwürdige Entscheidungen getroffen. Und wie man es so schön kennt, wenn man denkt, man steht scheiße oder steht was, dann vollkommen ein Bullshit. Ja, katalanisch ist eine sehr reiche Eröffnung, ne? Für weiß und für schwarz. Ja, es gibt so viele Möglichkeiten. Wahnsinn, viele Möglichkeiten es gibt für beide Seiten. Na, jetzt B3 ist Hauptzug.
Aber Louis scheint noch im Buch zu sein. Ja. Ja. Also hier B3 ist absoluter Hauptzug. Und dann geht es, glaube ich, weiter mit H5. Und dann kommt entweder Dame E2, Dame C2. F3 sollte man nicht machen. H3 ist noch interessant. Ja, B3 ist ja Hauptzug. Ich glaube, Dame E2, C2 kann man auch machen. Aber die sind, glaube ich, weniger gut. Ja, und die Dame C8 oder direkt H5 oder sowas kommt. Oder nimmt man hier auf die... Ja. Ja, das Ding ist, der Louis hat eher ein begrenztes Repertoire, aber die Varianten kennt er ziemlich gut, die er spielt. Hm. Das ist so, so ein bisschen Maxim Vachela-Graf-mäßig, der immer das Gleiche spielt. Ja, ja, also, echt so. Bis zum 50. Zug kennt inzwischen. Ich sag, in 10 Zügen hat Schwarz gewonnen. Ja, das ist, ich find's auch problematisch, mit diesen vielen Löchern hier zu arbeiten, mit Weiß. Die ganzen weißfeldigen Schwächen. Man muss schon ein bisschen... Ich darf auch keine das. Der Läufer auf C1 spielt noch nicht mit, der Turm spielt noch nicht mit auf A1. H3, greift den Springer an. Kann man den vielleicht opfern? Ich weiß es nicht. Springer schlägt F2, gefällt mir. In solchen Stellungen, in der Variante, die ich vorbereitet habe, es gibt so oft dieses Motiv, dass irgendwie E4 ein Bauer auftaucht und eine Dame auf F5 angreift. Und man kann sowas spielen wie Läufer D5, weil die Dame nicht genommen werden kann wegen undeckbarem Matt oder so. I don't know, das war wirklich hammergeil. Ich habe da ein paar Referenzpartien gefunden. Ihr würdet es feiern. Wirklich. Auch hier wieder, Weiß hat deutlich weniger Zeit. Bietet das Figurenopfer an der Schwarze. Hat schon 1,5 Minuten Vorsprung. Krass. Das ist unmöglich, perfekt zu spielen hier. Jetzt denkt er wieder ewig nach. Soll er den Springer nehmen? Soll er es nicht tun? Aber er muss nehmen, ne? Wer A sagt, soll B sagen. Ich wollte gerade sagen, also guck mal kurz, das ist nicht unbedingt so eine Stellung, will man nicht mit so einer Zeit. Nee. Eigentlich will man so eine Stellung gar nicht. Kommt drauf an. Dame G5, ja, das war jetzt die Idee, klar. Der weiße König ist schön alleine gelassen. Okay, Dame E4 gefällt mir, ist ein guter Verteidigungszug, wobei die Läufer D5, Dame F4, okay. Dame F4 und Turm A1, König hat F2. Turm H2, nicht E1. Ja, Dame G6 ist natürlich ein Kandidat. Er macht aber erst Schach. Schach, König E1. Dame G6. Man will ja nicht die Damen tauschen hier mit Schwarz. Ja, okay, wenn man den C4 dafür bekommen würde. Moment! Stimmt, Dame schlägt F4, da muss er mit dem Turm nehmen, weil der C4 sonst hängt. Ja gut, dann ist aber die Dame runter. Ist halt die Frage, ob das einem wert ist. Genau. Nee, dann nehme ich doch, Leute, kann ich nicht direkt auf C4 nehmen und auf E3 nehmen? Was? Ah, es hing meine Dame. Dame. Vergiss es. Ich habe nichts gesagt. Okay. Nichts. Ja, wir haben dich durcheinander gebracht. Du warst schon ein bisschen weiter. Turm F2, Turm A1, Turm F1. Gut, Züge wiederholen, weiß ich nicht. Ja, okay. Wie sieht es denn materiell aus? Er hat gibt dir aber einfach Bauern mal zwei Größen, ist vielleicht auch was wert. Aber geil, Louis spielt weiter, ne? Nee. Ja, Remy. Okay. Doch nicht. Ich guck mal einfach nur, wie stand es denn nach dem Opfer? Interessiert mich mal. Warte, ich kann kurz gucken. Ich habe die Datenbank schon auf. Ich kann das doch auch. 0-0, sagt die Engine. 0-0. Okay. Ja, das haben die zwei. Moment. Das haben die zwei gesehen und deswegen Remis gemacht. Witzigerweise sagt die Engine tatsächlich die Dame tauschen und dann auf C4. Und dann auf BD2 und dann auf B2. Okay, das muss man alles mal sehen. Ach nee, Läufer schlägt die zwei Läufer. Ach du Scheiße. Krass. Tatsächlich ist Dame C2 der seltenste Zug der Stellung. Okay. Aber ich muss sagen, Louis, echt stark, ey. Oh, jetzt sehen wir hier, was war das? Berliner Verteidigung. Das langweilige, langweilige Berliner Verteidigung. Die spielen natürlich immer weiter, Chat. Die machen natürlich keine Pause. Die spielen jetzt 50 Minuten durch, 3 plus 1, dann ein paar Minuten Pause und dann Bullet. Kennst du dich hier noch aus, Georgios? Nein, A4 A4 kenne ich gar nicht hier an der Stelle, wenn ich ehrlich bin. Oder? Na, A4?
Gibt es da nicht so eine Remis-Variante, wo du dann am Schluss mit Dame E4, Dame D4? Ja, aber das war nicht mit A4, das war mit Springer E5 die Variante. Okay. Zuerst. Ja, da habe ich mal ein Video von dir auf YouTube gesehen. Eröffnungskatastrophen wahrscheinlich. Ja. Ich glaube, ja. Und einmal diese YouTube-Kacke oder so. War glaube ich auch mal damit. Bemerkenswert, Nico hat hier mehr Zeit. Zum Opfer von vorhin übrigens, Stockfish 12 gibt bei mir auf Tiefe 26 ungefähr eine halbe Bauerneinheit Vorteil für Schwarz. Also sollte man auf jeden Fall machen. Oh, kriegt man jetzt noch Probleme mit C7? Ich habe gedacht, wenn Weiß vorher auf nach Springer schlägt B5, kann er da vielleicht Turm schlägt E8 spielen. Und dann erst A schlägt B5 machen. Wie kriegt man hier seinen Bauern jetzt wieder? Ich meine. Dame C4, Dame C3. Läufer E6. Springer schlägt C7. Ah, er hat Springer schlägt E6. Okay. Läufer D7, Springer C7. Ne, Läufer C7, Läufer D7. Dame schlägt C7 vermutlich, oder? Ja, Läufer B5, Dame B7, ne? Okay, Läufer E5 ist vielleicht genauer. Dame C7. Könnte man tauschen und wieder Turm C8 spielen. Mhm. Dann nickt jetzt C2 eventuell. Turm E3? Was für ein Zug, ey. Mit der D-Turm G3. Ja, aber droht es was? Mhm. In so einer Blitzpartie droht das immer irgendwas. Ein Herzinfarkt des Gegners, irgendwie, das ist auch mal gut. Es ist unangenehm immer. Aber ich finde es cool, wie dynamisch er spielt. Ja. Okay, Dame C6, Turm C8 oder was? Das war wohl der Plan. Wir werden es gleich sehen. Ja. C2 hängt trotzdem. Wo will die ganzen DMs herbekommen? Ja, Marco hat Connections. eBay. Für ein Mittagessen. Genau, nee. Also, ja, jetzt haben auch nicht alle zugesagt, die ich angeschrieben habe, was aber völlig verständlich ist, natürlich. Aber alle, ohne Ausnahme, alle super nett zurückgeantwortet. Auch die, die abgesagt haben, haben gesagt, ja. Wir hätten da gern Preisgeld oder was auch immer, was natürlich voll verstehen kann. Oder als Profi arbeiten. Wer hat das gesagt zum Beispiel? Soll ich das sagen oder ist es schlecht fürs Image? Ich glaube, es ist schlecht fürs Image, oder? Okay, dann. Aber sag's mir ruhig. Oder schreib's im Call rein. Okay. Ich erzähle es auch nicht weiter. Und den Call sieht man bei dir auch nicht, nehme ich an. Nein. Okay. Ja, habe ich mir schon gedacht. Turm schlägt F8. Gut, dann Checo ist dabei. Hey. Und das ist der beste Deutsche. Turm schlägt F8, GG, oder? Ja, Läufer D6 und dann Dame E8 macht. Jo. Aber überlegt lang. Ah, okay. Okay, das war aber natürlich sehr naiv, ne? Ja, gut, aber ja. Das haben wir kommen sehen. Taktisch nicht auf der Höhe, der liebe Nico. Arbeitet er den ganzen Tag bei McDonald's oder was macht er? Völlig platt oder was ist los? Dame D7 wäre halt noch gegangen. Dame H4 war wirklich Quatsch. Das hängt, ja. Also das war ziemlich offensichtlich, dass da auf der Grundreihe ein Problem ist. Aber von außen, ich sag's von außen, ist es viel, viel einfacher. Der Puls ist irgendwie so auf 60, 70. Du sitzt ganz ruhig da. Und siehst natürlich deutlich mehr, aber wenn du da selbst spielst, Puls auf 100, bist super nervös. Ja. Ja. Spielst viel, automatisch viel, viel schlechter. Das ist ein Riesenunterschied. Deswegen tut es halt, ja, aber, was, wenn man sich seine Blitzpartien danach anschaut und denkt, hey, was habe ich denn da für einen Scheiß gedacht? Und hier nach H4 Läufer G4, deswegen erst Dame G2.
Ah, ey, wollen wir jetzt auch wissen, sagt Konstantin. Ja, erfahrt ihr aber nicht, tut mir leid. Aber irgendjemand hatte eine überaus sympathische Absage, ne? Viele ja, aber ich glaube, ich weiß nicht, wer es war, entweder Jonas Lampert oder Rasmus Zwane oder Blühbaum, ich weiß es nicht mehr. Einer von denen hat gemeint, ey, mega Interesse und dies, das, aber mit Uni oder so viel zu tun und er muss noch schauen, ob er Zeit hat. Hat ja, Matthias wahrscheinlich, ne? Der studiert ja ganz... Kann gut sein, aber auch Rasmus war das. Also, was, Moment, aber Rasmus studiert doch nicht. Dann war das nicht, stimmt eigentlich. Rasmus studiert, glaube ich, nicht. Nee, aber nee. Rasmus ist eigentlich total nett immer. Ja, ja. Ja, die waren alle, also... Wirklich, überragend. Sympathisch, man kann sich unterhalten. Okay. Okay, jetzt noch nach Springer D4, Springer F5, hat weiß da schon zwei schöne Springer, muss man sagen. Das stimmt. Und die kriegst du auch so schnell nicht mehr weg. Ja, das ist auch eine dieser sizilianischen Stellungen, von denen ich mir denke, so, nee, kein Bock. Ja, die würde ich auch mit beiden Farben verlieren. Einfach. Okay, nach Springer steckt E7 und Springer F5, deswegen schon mal der D6. Unter Beschuss. Der hat er nicht gemacht. Kannst auch mit dem E-Bauern wieder nehmen, statt mit dem Turm. Vielleicht auch Treppige mit Springer A4. Wollte Niklas ein Preisgeld, wird hier gefragt. Nein. Ich glaub, Niklas spielt gar nicht mit, oder? Nein, also ja, das war wahrscheinlich darauf bezogen, ob er nicht mitspielt, weil es kein Preisgeld gibt. Nee, ja. Aber habt ihr ihn überhaupt gefragt? Ja, auf jeden Fall. Also, ja. War einer der Ersten. Und der hat abgesagt. Ne? Ja, der hat sieh abgesagt. Sieh mal an. Chat, Niklas hat abgesagt. Ne? Wir wollten ihn wirklich. ja, ich weiß auch nicht. Ich sag's mal so, es wurden deutlich mehr Zusagen, als wir schon ein paar Spieler hatten. Wo wir dann hingeschrieben haben, ja, zum Beispiel Donchenko spielt mit oder so, dann haben direkt mal 3, 4 gesagt, ja gut, dann mache ich auch mit. Moment, spielt Donchenko denn noch mit? Ja. Er hat mir eine Zusage gegeben und ist in der zweiten Runde dabei. Ah, der steigt aber in der zweiten Runde ein, oder was? Ja, wir haben nur 14. Ja, wir hatten halt nur, genau. Wir hatten nur 14. Ja, aber das ist doch super cool, ey. Ich meine, das ist doch die Nummer 2 in Deutschland gerade. Genau, nee, ja, inzwischen sogar ja die Nummer 1, weil er Krakau gewonnen hat, glaube ich. Also, ich glaube, er ist die Nummer 1, weil er Krakau gewonnen hat. Ja, aber jetzt nach Weikernsee vermute ich mal, wird das nicht mehr der Fall sein. Ja, ja, kommt drauf an, das dauert ja noch ein bisschen. Was ist mit Vincent Keimer? Der hat uns sehr spät erst abgesagt, aber es war lange im Gespräch und ja, hat sich dann doch dagegen entschieden. Aber das zeigt ja auch schon, dass es bei ihm auch nicht ums Preisgeld oder so ging. Mit Niklas haben wir doch... Hier im Chat. Ja, Niklas haben wir doch schon gerade beantwortet, kleiner Phoenix. Gerade vor 3 Minuten. Wer ist die deutsche Nummer 1? Das ist Matthias Blühbaum zurzeit. So, wer noch in der zweiten Runde erst ins Geschehen eingreift, ist Andreas Heimann. Oh, Andreas. Ja. Und in der dritten Runde Chat? The Big Greek. Nein. Gegen Andreas habe ich schon mal gespielt, Turnierpartie. Und wie gesagt. Der Sack hat, normalerweise spielt er immer E5 oder C5 und gegen mich hat er zum ersten Mal im Leben Karo Kann gespielt. Unfassbar. Mhm. Aber es ist Remis ausgegangen. Der hatte Angst vor dir. Die Leute haben keinen Bock auf E5 gegen mich, nur weil ich ein italienisches Buch geschrieben habe. Aber ich kann mich natürlich an nur 10% der Varianten erinnern, die ich analysiert habe. Das frage ich mich tatsächlich auch, weil ich habe die letzte Zeit ein paar Bücher abgetippt. Und ich frage mich auch, wie viel weiß der Krafzit über sein italienisches Buch? Oder wie viel weiß der Bologan über sein Karo Kann-Gedöns? Das vergisst du alles mit der Zeit. Das ist nervig, ey. Heißt, ist wenn ich nicht gern gegen Französisch spiele, schreibe ich einfach ein Französisch Buch, dann spielt es keiner mehr gegen mich. Also so ungefähr. Okay. Geil. Läufer F4 hätte mir gerade irgendwie gefallen. Wir labern so die ganze Zeit daher. Du hast ein paar Bücher abgetippt. Mussten wir gleich mal schreiben, welche? Ja, ich habe gerade The Italian Renaissance von meinem Vater zu Weihnachten geschenkt bekommen. Mhm. Das ist von Martin Krafzew. Ja, das erste wahrscheinlich, ne? Nee, tatsächlich ist das zweite über Italienisch und die Hauptvarianten. Das erste ist Läuferspiel und... Ich habe die, ja. Welches ist das angegeben? Bisher das zweite. Das heißt, was ist das zweite bei dir?
Part 2 ist italienische Hauptvarianten und Nebenvarianten, aber italienisch. Also italienisch hast du eingegeben, nicht Läuferspiel, okay. Das bin ich jetzt gerade am Eintippen, weil jetzt dachte ich, okay, gönne ich mir doch mal das erste Buch. Ich habe das auch schon eingetippt, komplett. Das erste? Das italienisch, nicht das Läuferspiel. Okay, ja. Trompet 2. Ja. Entschuldigung, ich. Was noch? Hast du sonst noch irgendwas eingetippt letzte Zeit? Ja, Caro-Kann Bologan. Bologan? Von wann ist das denn? Ja, 2017. Wieso war das? Ah, das ist ja schon veraltet. Aber Lagunov hat gemeint, das wäre ganz gut und ich bin bisher auch ganz zufrieden damit. Ja. Okay. Sonst noch was? Okay, das erste Buch, weil ich wirklich krass abgetippt habe, war halt Volga von Perunovic. The Modernized Banquo. Das. Ja, ey. Egal, was man sagt gegen Volga, aber Banquo ist abartig geil. Und das ist 1-0. Da, so. Du meinst, hier, Helvetico hat gewonnen hier. Ja. Ja, ja. Steht 7-3 nur noch. Aber was meintest du, war 1-0? Also die Partie hier. Die Partie, ja. Aber Volga grundsätzlich ist natürlich 0-1. Außer im Turnierschach, da ab 2-6 mit den Gegnern wird es schwierig. Also Bauer hat mir da schon die Limiten aufgezeigt. Vielleicht sehen wir es hier, B4. Ah. Ja, aber Volga ist wirklich, das ist wirklich einfach eine super Eröffnung fürs Blitzen, extrem geil. Und während die meisten Leute es mit 2-2 aufhören zu spielen, habe ich es mit 2-2 angefangen. Ja, bei Volga finde ich immer nervig, dass Weiß einfach zu viel abweichen kann vorher. Ne? Ja, kommt drauf an, welche Variante. Also ich spiele nicht mehr die frühere mit Läufer steckt A6, sondern mit verzögertem Läufer steckt A6 und Dame A5. Und ja, ich habe gegen Donchenko gespielt im Januar letztes Jahr, im deutschen Mannschaftspokal, erste Runde. Wir haben uns mühsam dafür qualifiziert und dann kommen wir gegen Deizen so. Die hatten ja nur so Leute wie, wer ist der, Alexander Graf oder so im Kader da. Mhm. Kam mit 4-2-50ern oder 2-6ern halt da an. Und da durfte ich gegen Donchenko verlieren und habe danach noch ein paar mit ihm geblitzt und habe ihn danach noch gefragt, okay, was macht er denn gegen Volga? Hat er gemeint, ah ja, da wird er sich erst gar nicht drauf einlassen. Aber wenn doch, mit Vorbereitung, dann wahrscheinlich die A7-Variante. Und die spielt halt wirklich auch jeder einfach. Mhm. Ja, wir reden gerade von der Hauptvariante natürlich. Ne? Ja. Wer unseren Stream schaut, kennt das inzwischen bereits. Apropos unser Stream, da wurde gerade nach dem Matchup gefragt, also die Tabelle, wo man alle Paarungen sehen kann. Den Link dazu habe ich jetzt mal reingestellt. Wir haben noch auf Instagram, aber erwartungsgemäß haben Facebook etwas mehr Leute. Deswegen der Facebook-Post dazu. Kannst du mal kurz in den Call den Link posten? Ja. Facebook. Ja. CH99. Wofür steht das 99? Unser Jahrgang. So. Und die Hobbits stehen für die Kekse. Das muss ich letztens wieder Leuten erklären. Stimmt, das habe ich glaube ich auch schon mal gefragt. Ja, ja. Okay, unten links, was ihr nicht seht, Leute, Sebastian Bogner, Hagen Pötsch. Die haben noch nicht gespielt, oder? Hm. Stimmt. Das ist veraltet. Pötsch hat sich nicht mehr so richtig gemeldet, aber ich habe dann doch irgendwie Kontakt aufnehmen können. Und dann haben wir als Ersatzmann Rainer Buhmann ins Turnier geholt, der dann sein Match auch gewonnen hat gegen Bogner. Wie hat Dimitri Woche. Schon gegen Richter gespielt? Dimitri Kollers gegen Richter? Am Sonntag. Nee. Am Sonntag. Also ich glaube, da ist ganz klar favorisiert, der Dimitri. Ganz klar. Ja, ja, sicher. Voller Stier inzwischen. Unglaublich. Ich habe mal gegen Dimitri gespielt vor 6-7 Jahren. Nee, da war ich irgendwie 12-13. Nee, da hat er 2-1 gehabt. Ich kannte den gar nicht. Und ich habe dann rumgeopfert, völlig sinnlos. Ich hatte ganz normal 2-1. Ich kannte nicht, was ist das für ein kleiner Junge irgendwie. Aber der war so ängstlich, hat er mit 3 Bauern mehr, hat er Remis angeboten. Und nicht so, scheiße, ich muss das jetzt annehmen, so, ne? Weil ich schon totaler Verlust irgendwie. Aber der war immer total ängstlich. Und Johnny hat sich mega aufgeregt, damals sein Trainer, Johnny Karlstedt, so. Du kannst ja, Remis anbieten hier, unglaublich. Ne? Also, unglaublich. Und jetzt, 7 Jahre später, ist er ein voller Sieger, ein Riesengroßmeister. Chris schreibt bei uns, hä, wieso ladet ihr sogar EMs ein?
Ist witzig, weil Chris genau dieser IM ist, den wir eingeladen haben. Der hat aber über 2,5 und das war Voraussetzung, dass wir nur Spieler über 2,5 einladen. Marco, es wird gerade gebeten, dass wir das Brett mal drehen, so aus Sicht von Luis gucken. Habe ich schon gemacht. Ja, haben wir schon gemacht. Ups. Haben wir auch gerade, ja, vergiss es. Schnitzer lost. Bringer C4? Ja. Aber ja, Collars ist auf jeden Fall ein mächtiger Spieler. Ich meine, übrigens gegen ihn ist 1 aus 2, aber der eine Punkt, der stammt aus U10-Zeiten. Aber es ist eine mega geile Partie dafür, dass wir beide U10 waren. Und ich nur 1200 hatte. Ja. Okay, Turm E8 ist der einzige, oder? Sonst hängt ja D4. Georgios, ich weiß nicht, wie viel du dazu weißt, aber Luis ist jetzt nicht so der typische Springer F3-Spieler, oder? Nee, gar nicht. Gar nicht. Aber er liegt hat natürlich weit vorne und denkt sich, okay, machen wir das mal. Ne? Ja. Ein paar Varianten testen, ja. Das ist eine Stellung, mit der könnte ich halt wirklich nichts anfangen, ne? Ich reihe gar nichts. Nach E6 kann er nicht, dann hängt D4. Ja, D4 hängt sowieso. Ja. Aber cool, er kriegt. Ja, aber dann hängt auch D4 immerhin. Boah, ey. Dann wäre es vielleicht sogar schlau gewesen. Dann wäre es vielleicht sogar schlau gewesen, nach E6 zu gehen. Aber okay, auch das sollte gut spielbar sein. Ich bin raus, ich spiele jetzt ein bisschen und dann. In 5 Zügen. Oh, aber jetzt kriege ich D3. Turm B3 und dann. König. Ah, kriege ich nicht. Königsband, oder? Hat er schon wieder einen Bauern mehr? Unglaublich. Ich glaube auch, H5 war ein bisschen präziser. Der König auf H3 ist jetzt so ein kleines, aber feines Problem. Ich laufe jetzt nach H5 und dann setze ich mit G5, G4 matt. Du weißt, dass du noch nach G2 kannst. Ja, voll mache ich natürlich Turm B2. Also klar. Feinheit habe ich vergessen. Ja, ist klar, ne? Okay, jetzt Turm D2. Ja. Und König jetzt, G6. Jetzt kommt Adrian. König H5! Okay, muss halt ein bisschen auf den Gebauern aufpassen. Achso, es droht G4 mit Matt. Es droht G4 mit Matt. Okay, Schach. Jetzt Schach geben oder durchziehen. Er schlägt G4 und das. Durchziehen hätte auf Dauer zu Zugzwang geführt. Hätte sogar Schwarz am Ende noch die Nase vorn haben können. Ja, okay, das wird. Ja, okay, Remy. So, 703. Geht direkt weiter. So, wir sehen jetzt mal wieder normal. Was sehen wir? Oh, der spielt überhaupt kein Neid auf. Ist ja gar nicht. Es kann sein natürlich, dass der. Nico kurz reingeschaut hat in seine Dateien. Wie der Luis. Nico mit Weiß gegen Richter Rause halt, ne? Ja gut, aber das hat ja, warte, das hat ja Luis, hat ja Nico nicht zu beeinflussen, oder? Ich meine, ja, ist ja gerade Luis, der noch nicht spielt. Mit Schwarz, genau. Nico hat vielleicht geguckt, wie man das spielt mit Weiß nochmal in der Pause. Ah, okay, das kann sein. Weil das kam ja alles ganz schnell. Ja, jetzt verstehe ich, was du meinst. Genau, jetzt steht auch der Läufer auf H3. Das ist deutlich geläufiger. Geläufiger. Wobei auch geht's halt, hat er dann ja gut. Und sehr schnell bisher gespielt. Darmtausch möchte man eigentlich nicht machen in so einer Stellung. Sowieso nicht wegen dem E6. Ne? Ich hätte eine kurze Frage an Adrian. War das beabsichtigt, dass der Läufer geläufiger auf H3 steht? Nein. Okay. Aber du hättest lachen können, dann wärst du rübergekommen, als wäre es absichtlich gewesen. Stimmt. Okay, D4 hängt im Moment. Ja,
Ja, nur weil Tom Palov gefragt hat. Ja, Kollers war damals schon favorisiert. So 1500 hatte der und ich hatte, also nee, er hatte 1600 vielleicht. 1600 und ich hatte halt 1280 oder so ein Krimskrams. 1250. Das ist eine geile Partie, findet man in der Datenbank. Guck mal nach. 2009 war das. Ey, das war wirklich eine Musterpartie zum Motiv Figuren fangen. Wirklich. Fünfmal wurde eine Figur nicht rausgeschlagen, weil sie eh gefangen war. Herzlichen Glückwunsch nochmal. Das klingt so richtig nach einer Nee, ohne Witz, ohne Witz. Ey, guckt euch die Partie an. Welche? Ich habe gar nicht zugehört. Meine Partie gegen Kollers von der DJM U10 aus dem Jahre 2009. U10? Oh, nicht schlecht. Ja, damals kamen die Partien zustande. Mhm. Wer hat damals gewonnen, die U10? Die U10 weiß ich tatsächlich nicht. Keiner von euch? Nee. Sicher nicht. Ich glaube, vielleicht war es Robert Baskin oder Lagunov. I don't know. Aber zwei Jahre später, als ich wieder dabei war, hat es Kevin Schröder gewonnen. Vor Patrick Höglauer. In einem Jahr war Marco, glaube ich, auch dabei. Ja, da habe ich Marco war eh in jedem Jahr dabei. Da habe ich gegen Höglauer verloren. Ich weiß auch, mein Papa hatte die Paula Wiesner zum Vorbereiten. Und die hat halt gegen Höglauer dann gespielt und nur Remis. Und damals sagten sie, ja, Mist, ne? Die Stars hätte sie ja gewinnen müssen, war ja favorisiert und am Ende wurde da Zweifel und dann dachten sie sich auch, okay, so schlecht war das denn am Ende ja gar nicht. So schlecht ist der Höglauer ja gar nicht. Obwohl er Württemberger ist. Das stimmt. Hallo? Hallo? Ja? Ja, okay. Ich hatte euch nur kurz stumm geschaltet. Scheiße, ist doch so weit gekommen. Aber hier steht doch, ja, hier doch weiß alles erreicht, was man erreichen möchte, oder? Prinzipiell. Ja, wobei am Königsflügel, also am Damenflügel angreifen, tut ja eher schwarz. Ja, aber droht da überhaupt irgendetwas? Noch nicht. Noch nicht, ne? Man kriegt es immer so ein bisschen mit der Angst zu tun, ne? Wenn die Figuren so in die Richtung schauen. Das stimmt, vor allem, wenn man. Ich muss sagen, der Springer auf C1 ist schon so ein Amateur. Wobei, was macht der Läufer für F8? Nichts. Der deckt D6 auch immerhin. Aber was macht Weiß so, ne? Das ist auch die Frage. Ja. Der Springer auf C4 nervt halt tierisch. Wenn ich den mit Springer E3 vielleicht tauschen würde. Das ist schwierig. Geht wahrscheinlich auch nicht wegen. Leute, Bauern. Und dann ist C2 am Hängen. Naja, ist auch nicht so richtig möglich. Kurze Frage, sagt Springer B6? Nein. Vergiss mal. Einigen wir uns doch einfach auf Patt. Keiner kann was machen. Ich weiß nicht, ob sowas wie H4, H5, H6 bringt nichts. Ne? Wir springen ja B6. Der Läufer ist ja eh schon tot. Springer B6, was sagt ihr zu dem? Oh! Aber das Ende. Das ist unglaublich, wie stark. Taktisch viel, viel stärker, ne? Das Ende. Ja, das Ende Gelände. Sogar matt. Du Scheiße. Eieiei. Boah, wie bitter. Ja, jetzt fliegt Nico gerade so ein bisschen um die Ohren. Ja, gut, Dame D2, Springer D3. Gut, das Problem ist, dass Dame C2 noch hängt am Ende. Ne? Ja, oh, er gibt schon auf. Okay. Egal. Oh, Mann, geht's. Ey. Das gibt's überhaupt nicht. So. Soll ich jetzt wieder zum Bescheid machen? 8,5:3, ne? Was ist das? C3 hat er gemacht gegen G6, okay. Jetzt spielt er Alapin mit Weiß. Weißt du, und am Schluss steht da irgendwie so ein 14:5 oder so, aber wenn man die ersten 3-4 Partien nimmt, da hätte ja Nico doch schon vielleicht sogar führen können.
Schach ist brutal. Das schnellste Putt, wie viele Züge das braucht. Also ich weiß, dass das schnellste beidseitige Putt, glaube ich, 11 Züge braucht. 10 Züge, ich kann es sogar auswendig. 10. Ja, du hast wahrscheinlich schon in der Turnierparty aus Gott gebracht, oder nicht? Nein. Wie ich dich kenne. Okay, nach. Ja. H3. Nice. Prophylaktisch gedacht, Springer G4 verhindern. Aber ich glaube, Schwarz hat so ziemlich alles erreicht, was man aus der Eröffnung erreichen will, oder? Er hat zwei gut flankierte Läufer, die beide schön ins Zentrum durchschauen. Ja, die Stellung sollte ausgeglichen sein, ja. Hm. Ich glaube, Schwarz drückt, oder nicht? Ja, jetzt droht E5 sogar. Ich hätte sogar auf B3 zwischengenommen, ehrlich gesagt. Weil er mit Läufer A2 den jetzt noch halten kann. Ja, okay, Läufer A2 will man schon nicht machen. Macht er auch nicht. E5? Ja, jetzt deckt die Dame den Läufer. Ne? Ah, ja. Nein, Moment mal, Turm A1 und dann E5? Wäre eine Idee gewesen, ne? Ich glaube, das ist einfach die Figur gewonnen, oder? Ah, Springer C6 vielleicht. Vielleicht rettet er. Ja, noch Springer C6, einen der beiden Springer. Okay, Läufer nimmt und dann Dame D6 und dann kann man auf C5 nehmen. Wobei, vielleicht haben wir auch Springer schlägt B3. Ach, geht schon weiter. Das hat er doch niemals berechnet. Nein, natürlich nicht. Das Glück ist tricky. Ich hätte da bestimmt eine Minute nachgedacht und auf Zeit verloren dann sowieso. Mit Schwarz oder mit Weiß? Mit Schwarz. Ich hätte natürlich nachgedacht. Geht E5 hier? Ich würde da rechnen. Also wie das und dann denkt man sich, und dann lässt man es. Ja. Chat, damit ihr wisst, was ich meine. Hier nehmen. Ich kann gar nicht überwinden. Scheiße. Turm schlägt A1, Dame schlägt. Und dann E5. Puh. Das geht. Ach nee, Läufer C5, das ist das Problem. Oh. Springer C6 tatsächlich, okay. Also so gut Louis ist, aber ich glaube, das hat er auch nicht gesehen. Nein, glaube ich nicht. Das war zu schnell, die Abfolge. Okay, aber jetzt kriegt er Druck auf B5. Ja, das kompensiert für... Aber Schwarz hat natürlich immer das Läuferpaar, ne, in dieser Stellung. Ne? Beseitigung der Schutzfigur. Starten wir Tode 1, glaube ich. Oder 2. Okay, aber auch hier gefällt mir die schwarze Stellung eigentlich ganz gut. Irgendwann mit E5 einen Bauern opfern und dann mit Springer C4 da reinhoppeln. Dann ja, vielleicht mit Dame D5. Hm? Dann hängt aber noch B5. Ja, es wären ein bisschen viele Bauern, die ich da opfer. Aber man kann es ja im Hinterkopf behalten. Okay, aber jetzt mal spontan, was würdest du hier machen? Mit Schwarz? Mhm. Ja, keine Ahnung, aber irgendwie... Entweder Springer, ja, Springer zu klingt halt B5. Ne? Läufer A8. Hättest du auch gemacht. Ja, klar, ne? Ja, vielleicht wäre Springer E6 statt Springer C6 gegangen. Okay, Läufer E5. Dame B7 vielleicht? Boah, aber inzwischen finde ich sowas wie Läufer schlägt. Immer auf Kontrolle, der Louis. Echt so, wirklich. Die Partien, die er spielt, die sind so kontrolliert, das ist unfassbar. Ja, wusste ich, dass er den macht. Springer B4, Dame E5, alles auf den schwarzen Feldern. Okay, jetzt Springer C4 wird wahrscheinlich mit B3 beantwortet. Ja. Geht dann irgendwie zum C8? Oder? Nee, da hängt ja B3. Hm. Springer B2. Dame B7 jetzt. Oder? Ah. Was ist das? Interesting.
Ja, aber das Endspiel ist nicht zu schwarz, oder? Na gut, der C3 ist jetzt schwach. Er hat B3 provoziert, okay. Oh, Springer schlägt E6 rot. Trotzdem Springer schlägt E6. Oder war mal kurz. Nee, am Schluss geht Springer F3. Nee, war mal. Nee, vergesst, was ich. Warum nicht Springer schlägt E6? Springer E6 geht, ne? Wieso geht das nicht? Springer schlägt E6 Schach. Er macht's aber nicht. F4. Ah, wow. Hier macht sich die Hose Springer ganz schön weit auf. Turm schlägt, okay, Turm schlägt E6. Dame schlägt F4. Springer D7 wäre, glaube ich, genauer gewesen. Okay, aber jetzt, ich glaube, Weiß hat sich jetzt ein bisschen viele ungedeckte Figuren. Oh, ja, B8 hängt auch, ne? Ja, alles hängt. Was hängt nicht? Ja gut, der Turm hing auch, ne? Ja, aber jetzt nicht. Damit D5. Nee, nicht damit. Ah, damit C6. Damit C6. Ja. Es droht matt plötzlich. Ja, es muss Springer E3. Ja, okay, aber Springer F6 war Quatsch. Okay. Ja, muss er, aber Dame schlägt E8, hat ja auch gedroht. Ah, ja. Und jetzt hängt F6. Nein! Nein, der schlägt auch! Nein! Das gibt's doch nicht! Das kann doch nicht wahr sein! Nein! Ah, so viel Stellungspech. Das tauscht unfassbar. Ja, wo geht Darmtausch? Ich weiß nicht, man sympathisiert irgendwie so ein bisschen mit Nico. Weil also echt so, das tut mir so leid. Stellungspech beschreibt es ziemlich gut. Okay, ja, aber ich glaube, Remis sollte er aber haben. Hier holt er sich noch sein Remis. Ja. Ja. Hier muss eher Weiß aufpassen. Aber nee. Ja, wobei, der springt auf H7. Ja, Läufer F5 und Ende. Er macht doch Läufer F5. Was macht er denn die Läufer? Läufer E4 hätte ich gemacht. Aber. Weil das ist unangenehm schon wieder. Läufer E6 hat ja alles wunderbar. Ja, perfekt. Ja. Er muss einfach mit dem König auf E6 zurückschlagen. Nee, er darf nicht schlagen auf E6, dann verliert er sogar noch. Stimmt. Das hat er auch berechnet kurz, ja. Ja, er pre-moved jetzt einfach Läufer C4, Läufer E6. Ja, der Springer wird irgendwie nach G5 und dann auf F7 schlagen. Darauf muss er aufpassen. Nein, ja, Sollte immer noch Remis. Noch den Bauern, unglaublich, ey. Springer G. Echt so, das kannst du. Rot Springer E5. Nein, F7. Nein, nicht einmal. Oh Gott, ey, das gibt's doch nicht. Wie bitter ist das denn, ey? Ei. Chat, ihr könnt euch schon vorstellen, was im Bullet passieren wird. Die tut weh. Nein. Das war bitter. Die tut richtig weh. Oh mein Gott, das tut mir so leid. Das tut mir so leid für ihn. Ja, oh, aber ist Läufer F5 war einfach. Dann hätte er den Läufer für den Bauern geben können, weil der H7 hing. Das war ja schon. Ja, Läufer E4 vorher. Aber ja muss man sehen, da hat er nur 2 Sekunden. Ja. Puh. Ah, da muss er selber wird lustig nachher. Aber er hat es ein bisschen unbesorgt gespielt. Er hatte schon seine 7 Sekunden und hat trotzdem weiter gepremoved. Da muss er, finde ich, einfach mehr darauf achten, von wo die Schachs kommen können. Dafür hat er ja die 7 Sekunden Zeit. Aber einfach gucken, dass der Springer halt F7 nicht denken kann. Von außen immer so einfach, das wissen wir ja. Aber es ist immer so schwierig, wenn man da sitzt. Außer wenn er erstmal unter 10 Sekunden bist, dann fängst du nicht mehr an nachzudenken. Dann bulletest du nur noch. Ja. Er nimmt es mit Humor, er lacht. Ja. Ja, so soll es sein. Ich meine, es geht um nicht um die Welt. Adrian, könntest du bei dir vielleicht Licht anmachen? Ist das nicht Cheating, dass der Louis mit einem FM live kommentiert? Was? Mach mal kurz, ist. Ja, dass die kommentieren, wusste ich. Ich wusste nur nicht, dass die beide zusammen reden. Die reden doch nicht zusammen auf der Seite, oder? Lockdown-Chess. Das weiß ich nicht. Also Lockdown-Chess hat auch seinen Stream dazu, aber... Ja, aber Dingens ist doch nicht zugeschaltet, oder? Das weiß ich nicht. Die reden zusammen. Oh, wow. Okay, das war nicht so gedacht. Wie sie
sind die denn drauf? Man muss natürlich noch dazu sagen, wir haben auch bei ein, zwei Blitzmarathon oder beim Blitzmarathon ab und zu mal zusammen gequatscht. Aber der FM ist übrigens wahrscheinlich Felix Meister. Ne? Yeah, ja. Mal davon aus. Natürlich weiß ich jetzt nicht, was die reden die ganze Zeit, aber eigentlich ist das ein bisschen. Das ist schon Geschmäckle, ne? Ich schreibe den zwei jetzt mal in den Chat. Ja, schreibt ihm mal sowas Nettes, wie, dass sie aufpassen sollen, was sie sagen oder sowas. Also ich habe geschrieben, sorry, ist eigentlich gedacht, dass Luis alleine spielt. Ich sehe es gerade. Also, ja. Okay, Luis ist natürlich niemand, der auch nur ansatzweise... ja, um Himmels Willen. Aber man weiß ja natürlich nicht, was Felix von sich gibt. Ne? Ja. Safe hat Felix eh schon ein, zwei Bierchen getrunken oder so. Genau. So, Weisheit im Bauernmerk. Sehen wir hier vielleicht was? Helvetico. Zeit zurückzuschlagen, meine Güte. Kann man auf. So, das, was? H5 gibt der? Okay, das war die Idee. Oh. Ja, wegen den Lichtverhältnissen bei mir. Ich musste halt gerade das Licht aushalten, weil meine Freundin leider, weil meine Freundin langsam schlafen möchte, weil ich auch verstehen kann. Okay, alles klar. Hat mich ja laut genug. Okay, neben geht es nicht wie ein Springer E4 zuerst, oder? Springer E4 zuerst und dann H6. Ja, dann wäre König D5 gekommen, glaube ich. Ah. Ja. Also H7, jetzt muss aber reichen, oder? Nee, Marco, nach König D5, C4. Ja, okay, vergiss. Nee, aber stimmt, H7 muss reichen, weil F7 und dann E6 sofort hängen. Ja. Schwarz aber gut, jetzt kann er ja die Minute investieren zum Rechnen. Schwarz braucht 7 Tempi für die Dame. Weiß braucht 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wobei der Springer auf C5 steht und der wird dann nach B3 können. Die Frage ist, ob du mit dem König reinlaufst, oder? Ich glaube, ich hole direkt den... Ja. Clever. Ja, ja, das habe ich auch gesehen jetzt, ja genau. Clever, König C3. Okay, das jetzt. Nee, wieso? Hä? Einfach so. Ja, reicht doch, Marco, reicht doch vollkommen. Ja, okay. Ich hole mir halt E6 erstmal noch nicht, sondern mache König B1. Und König A1. Ich bin mir jetzt nicht so hundertprozentig sicher. Ich bin mir hundertprozentig sicher. Nein. Der König braucht doch endlich. Ja, Moment, aber. Der König muss ja erstmal den Springer wegjagen. Ja, ja, ja. E7 oder auf G6 und dann kann ich mit Springer D6 oder so den König von F5 fernhalten und danach gehe ich wieder zurück nach F7. Nein, ist also klar. Ja, Zugzwang gleich. Nein, warte mal. Was ist mit A2? A2, Springer irgendwo hin. Des Bums. Springer, König D5. Springer G5. Ja, und dann Springer zurück, genau. Springer zurück, okay. Okay. Okay, das hat er stark berechnet. Weiter geht's. Wie steht's? 9,5. Vielleicht kommt das Comeback von El Helvetico. Noch 5 Minuten hier, 3+1 und dann 30 Minuten 1+1. Ja. Aber ich finde es auch lustig, echt, ey, Luis und Felix zusammen kommentieren. Unglaublich. Ja, das war eigentlich, ich habe das einfach selbstverständlich gesehen. Natürlich! Das also, ist unglaublich. Auch wenn er nur zwischendurch sagt, irgendwie so, pass auf deine Zeit auf oder irgendwie sowas. Ja. Irgendwie sowas halt, ne? Ja. Mach ich demnächst auch. Mach ich am Sonntag auch. Ich rufe meine griechischen Großmeisterfreunde an, komm. Kommentierst du mit mir zusammen das Streamer-Turnier. Ihr versteht es ja eh nicht auf Griechisch dann. Stimmt, clever. Also tatsächlich könnte ich ja auch meinen Vater neben dran holen und das wird dann ja niemand merken, so. Ja, ich meine. Das ist ja, hier geht es ja nicht um Geld hier, das ist ja im Endeffekt auch scheißegal, aber ja, es ist ja ein bisschen doof. Konstantin 5 und 4 sagt, ja, aber dieser Felix sagt ja nichts. Danke erstmal für den Prime, mein Lieber.
Dieser Felix, er kennt ihn gar nicht. Zu Recht, zu Recht. Muss man noch nicht kennen. Ja, Chris schreibt gerade im Chat so, will jemand mein Match gegen Draw the Night mit mir kommentieren, ist ja erlaubt. Mhm. Stimmt, das Match zwischen Christopher Noe und Draw the Night, also Martin Krämer, ist am Sonntag in der Woche. 21. Wieso Draw the Night meinst du? Habe ich es nicht gesagt? Ich habe Draw the Night verstanden. Nee, Draw the Night, so soll's. Und ich dachte so, wer ist denn Draw the Night? Das, was er sagt, also Draw the Night. Wird bestimmt auch ganz interessant werden. Martin Krämer und wer noch? Christopher Noe. Ah, ich weiß nicht, wie gut Christopher im Blitzen ist, aber natürlich ist Martin extrem stark. Ne? Ja, also von daher. Ja, aber Christopher ist extrem. Also, Christopher ist ja noch relativ jung und hat ja auch als Jugendspieler schon mega viel alles mitgemacht und abgeräumt. So. Ich glaube, da ist Christopher klarer Favorit. Ich weiß nicht, mal aus dem Fenster. Martin hat auf Leeches eine Elo von über 2,7 beim Blitzen. Also ist mir total egal. Bevor er mich ist mir total egal. Spielt gegen Magnus Carlsen, interessiert mich nicht. Scheiß drauf. Aber Chris, jetzt enttäusch mich nicht, ne? Wenn du das hörst. Du bist da also für mich. Du bist mein Gott. Also, das nicht. Ich habe gegen ihn meine letzte Turnierpartie gewonnen. Umso verwunderlicher ist deine Aussage insgesamt. Ja, das andere, dann wird er mich doch hauen. So. Nee, aber wirklich. Beide Seiten versuchen, ihre Türme zu aktivieren. Allerdings, wenn Schwarz hier den B2 bekommt, dann wird der B-Bau natürlich sehr stark, Chat. Ich glaube, Schwarz wird besser. Die Bauernfestlegung auf A5, B4 ist gut für Schwarz. Der Turm C2 geht trotzdem, oder nicht? Ah, Turm C2, Turm D2. Danach F5. Oh, F5. Den blinden Doppelbauern loswerden. Aber natürlich, Rolo mal wieder eine Minute mehr Zeit. Immer schneller unterwegs, das ist auch mal ein Problem. Läufer nimmst du dann Turm E8? Läufer schlägt Turm E8, ja, genau. Nee, einfach Läufer nimmt Bauern nimmt und dann Turm C2. Oder Läufer C6. Ja, klar, ne. Bei uns im Chat steht gerade, dass Felix anscheinend schon matt vorgesagt hat. Oh Mann. Ich glaube, das kann nur eins bedeuten im Nachhinein. Das Komitee muss einberufen werden, ob er nicht disqualifiziert wird. Das geht ja gar nicht. Habt ihr ein Komitee? Ja, und du wurdest gerade einberufen. Ja, das habe ich schon gedacht, genau. Apropos Komitee, da kann ich eine ganz lustige Geschichte erzählen. Badische Jugendeinzelmeisterschaft, ich glaube Jahr 2014, 15, irgendwie sowas. Und es ging um die Wahl des Schiedsgerichts. Und ich habe mich gefragt, okay, ja, was muss ich denn da machen? Es kam ja im Prinzip nichts. Und dann dachte ich, ja, okay, das kann ich machen. Und genau in dem Jahr gab es dann einen Fall, ein Spieler kam zu spät und es war halt null Karenz so ungefähr. Beziehungsweise er kam halt 16 Minuten zu spät, dabei waren 15 Minuten Karenzzeit nur. Und die Partie geht weiter, weil es war damals mit manuellen Uhren. Und da konnte man nicht genau ablesen, war er jetzt 15 Minuten zu spät, wann wurde die Runde gestartet und so weiter und so fort. Und dann wurde die Partie fortgesetzt. Und im Nachhinein hat dann der Spieler, der sonst gewonnen hätte, kampflos, halt verloren, hatte irgendwie Protest eingelegt und dann wurde die Partie doch wiederholt. Und wirklich. Boah. Herr König G5? Nein, ich hatte zuerst König G5. Oh, König F6 ist unangenehm jetzt. Ja, Turm F4 ist vor allem unangenehm. Oh. König G5 gemacht. Ja, König G5 musst du ja machen, ja. Das gibt's nicht, ey. Das ist, wie der Luis es immer wieder schafft, Probleme zu stellen, die Sau. Und jetzt sperrt er an. Oh, ja. Oh, ich ahne Böses, Leute. Ja, ich auch. 4 Sekunden. Was ahnst du? Kennt der Vancura, der Gute? Wobei, das ist schon wieder, kein Vancura. Das ist kein Vancura, weil der König einfach rüberläuft. Ne? Achso, warte mal. Das gewinnt von der E-Linie aus gewinnt. Ja. 4 Reihen entfernt, ja. E-Linie reicht. Oh, ist das bitter.
Turm weg. Gidi, okay, erklärt mich auch, ich bin Nein. Mikro. Ja. Ja, aber es war eh vorbei. Wieso hätt's gewonnen? Klärt mich auch. Ich glaube, nach Turm B8 glaube ich nicht. Auf der achten Reihe auf A8 verstecken, dann Turm B7 und dann über B8 C7 genau. Auslaufen, oder wie? Nee, nach B8 gehen. Okay. Ja, der König ist einfach eins zu weit weg, ne? Der kommt halt nicht frühzeitig nach C7. Ja, genau. Felix wird disqualifiziert, wird hier gefordert, ja. Fragt sie nur, woraus? Aus seinem eigenen Lockdown-Chess-Kanal. Ist ein bisschen schwierig. Du bist disqualifiziert, du darfst nicht mehr streamen, Felix. Ich erwarte eine schriftliche Rüge für Felix Meissner, liebe Chess-Hobbits. Würde das Match annullieren, ist schon ein Witz so. Leute, hier hat man. Nein, das ist natürlich Quatsch. Nein, Quatsch. Es geht ja um den Spaß. Und ich meine. Ja, aber. Was meinst du? Was meinst du? Ja, ist doch logisch. So, stimmt. Ach, H1 hängt. Oh. Oh, nee. Was macht denn der Vettico? Der ist ja völlig von der Rolle. Als einfach mal den Turm stehen. Nein, ich habe doch geschrieben, letzte Partie. Pause. Ach so, jetzt ist Pause und dann drei Minuten. Ich hab's reingeschrieben. 11,5, 4,5. Alter Lachs, was für ein Ergebnis. Total. Okay. Einseitig. So, kurze Pause, Chat. Stimmt, Fritzi Schachs schreibt, Felix wird bestraft, indem er nochmal 100 Bullet-Partien gegen mich spielen muss. Das war natürlich auch so ein legendäres Match, ne? 100 Bullet-Partien haben die gespielt. Fritzi Schach gegen Felix, völlig bescheuert, völlig verrückt. Was ist los, Jungs? Ihr seid so... Keine Ahnung, mir tut Nico total leid. Ja. Ach, weiß ich nicht, da muss er durch, der ist Großmeister, hallo, der ist Profi. Ist er das? Ich dachte, der wäre Profi. Ich glaube nicht, dass er das ist. Oder dann studiert er. Also arbeiten, was arbeitet der denn? Ich meine, der ist 24, hat er schon zu Ende studiert und ist schon jetzt in der Kanzlei, oder was? Ich kann mal kurz meinen Facebook-Tipp mit ihm nachschauen. Weil da hat er mal was geschrieben. Was denn? Irgendwas mit, da muss er arbeiten. In irgendeinem Etablissement, oder was? Er arbeitet bis 1930. Es kam, Nico arbeitet beim schweizerischen Fernsehen. Ah. Keine Ahnung, ob das stimmt. Das kam jetzt in den Chat. Was? Ja, meine Freundin meint auch, Nico arbeitet beim schweizerischen Fernsehen. Woher weiß die das? Sie ist Schweizer Nationalspielerin, war, ist, wird sein. Sowas in der Richtung. Wie heißt sie? Pellicoro. Ja, wenn du sagst Nationalspielerin, dachte ich mir, vielleicht kenne ich den Namen, deswegen. Nee, also sie ist halt 2 Jahre jünger als ich und hatte vor einem Jährchen, vor 2, hatte sie halt so an die 2000 und war dementsprechend auch so bei der Schweizer Meisterschaft und so dabei. Und hat auch mal im Topa Cup gespielt oder so EM in Batumi. Okay. Aber bei Batumi hatte sie nur aus 6 und dann hatte sie keine 2000 mehr. Okay, Nico, habe ich jetzt die Infos, warum er beim Fernsehen arbeitet. Der studiert Medienwissenschaften und deswegen vermute ich mal, dass er beim Fernsehen Praktikum macht, aktuell. Genau. Genau, Markus wurde gefragt, ob wir Noel auch angefragt haben. So, ich bin mal gespannt. Rolo spielt nie Bullet. 8 Partien, wie gesagt, Chat. Und die 8 Partien, die er gespielt hat, die letzte war, okay, vor 2 Monaten hat er meine Partie gespielt, vielleicht aber nicht er, sondern sein Bruder. Und davor 3 gegen The Big Greek, vor 8 Monaten. Da hat er 2 gewonnen und 1 verloren. Das heißt, er kann auch Bullet spielen. Auf einem Niveau von 2,6, vermute ich, mindestens. Und der Nico hat 2,65 im Bullet. Ist jetzt nichts Überragendes, ist so gut. Marco? Ja? Kann es sein, dass GM Blitzki Nico ist? Ich habe keine Ahnung.
weil würde den Match annullieren, ist auf jeden Fall Schweizerdeutsch. Weil Nathalie sagt auch immer der Match. Und ich mache mich darüber immer lustig, weil im Deutschen heißt es ja das Match. Er hat geschrieben, so schwach ist der Nico nicht. Und habt ihr Noel Studer auch angefragt? Genau, das mit dem Smiley. Und dann habt ihr Noel auch angefragt. So. Ja, haben wir, haben wir. Könnte schon sein, dass er es ist, oder? Nee, glaube ich nicht. Sicher. Und dann hat doch gerade im Skype auch schon geschrieben, war nur ein Joke. Ich frage ihn gleich an. So. Hat doch Nico gerade geschrieben im Skype-Chat. Ja. Ah, es geht schon weiter. Wow. Also es geht schon weiter? Ja. Ja. Hallo, es wird schon zusammenpassen und ja, oder? Ich glaube, er ist es. 1-1? Okay, 1-1. Alles passieren. Wenn jetzt ja, ein Bullet besser ist, kann alles okay, aber 7 Punkte. Also, niemals. Erfahrungsgemäß spielen die 8 bis 9 Partien. Okay. Eine Verlustpartie dürfte sich theoretisch leisten. Ja, aber nur, wenn es dann am Ende 9 sind. Mehr halt auch nicht. Auf geht's, komm, ich glaube an ihn. Und wir haben wieder ein Fragezeichen bei der Bulletzahl. Oh nein. Das hatten wir schon bei Jan-Christian Schröder gegen John Mons. Am Ende hatten beide mehr als Leon am Anfang. Kreuzritter im Zoo, das ist er. Hat mit 1500 angefangen, weil er da noch keine Zahl hatte. Und hat dann, glaube ich, nach 3 Partien schon über 2-7 gehabt. Also die ersten 3 gewonnen hat gegen Leon, der irgendwie eine seinerseits eine Bulletzahl von 2,680 hatte oder so. Und dann irgendwann ganz am Ende hatten beide, oder 2,650, und ganz am Ende hatten beide so 2,660. Ja, aber dann Leon würde ich aber auch nicht gewertet spielen, wenn ich ehrlich bin. Ja, gut. Sie vielleicht wusste er das. Sie hatten am Ende beide mehr. Oder zwischendrin, ich glaube, die letzten 3 hat doch Leon noch verloren oder so ähnlich. Ja gut, die haben am Ende ja noch weitergespielt, weil sie nicht gerallt haben, dass sie fertig sind. Danke für den Raid Gaming, mein Lieber. Wir kommentieren gerade hier live Hobbits Cup, Chess Hobbits Cup. Luis Engel gegen Nico Georgiadis. Rolu ist Luis Engel, führt 11,5, 4,5 und tja, das ist ein ziemlich einseitiges Ding und hat jetzt schon keinen Bauern mehr. Wird das gewinnen? GG. Oh ja. Aston, danke dir, mein Lieber. Und Comet on Fire. Ich habe wieder Licht. E5. Nee, bringt nichts. Kam trotzdem. Bringt trotzdem nichts. Moment. Ja, nee. Ja, 12,5, 4,5. Plus 129 mal eben. So einer Bullet-Partie. Das letzte Mal war es nach einer Partie plus 836 oder so. Ich glaube, 739. Aber auch hier wieder Luis viel, viel schneller unterwegs. Viel, viel schneller. Felix hat wieder was vorgesagt. Och Mann, Adrian, ich will nicht mehr. Sock 31904, vielen, vielen Dank. Der spielt wirklich im Sekundentakt, ne? Und er spielt vor allem. Ist der Junge so? Er spielt nicht schlecht. Ja. Ja, das ist unglaublich, wie konstant gut der spielt. Läufer schlecht, F2 hat er so alles gerechnet, irgendwie, dass es nicht geht. So mal eben. Ja, klar, oder? Das ist ja logisch. Natürlich. Schon wieder 16 Sekunden Vorsprung, ey. Und eine Bombenstelle. Dame B3 fesselt den Turm. Turm A3, Turm F3. Die schwarzen Felder sind alle gedeckt. Die Dame kann ich nach H4 oder G5. Ey, so stark. Sock, danke dir für das Gift-Sub. G4 und wir haben schon fast wieder eine neue Partie, oder? Genau. Alter, wie stark spielt ihr denn? Nee, dann kommt Dame schlägt F3. Ja, dann kommt Springer schlägt F3. Springer okay, G4, ja, dann Was? Nicht drauf eingehen, Georgios, das ist Mist.
Ja, ja, Turm F6 einfach, ne? Ja. Voller Rotz. 5 Sekunden noch. Es gibt's überhaupt nicht. 53. Wie schnell er ist, das gibt's überhaupt nicht. Ey, die totale Zerstörung. Alter Lachs. Ja, ja. Okay, jetzt schon kriminell. Brutal, ey, brutal, wie stark er spielt. Mal gucken, welche Bulletzahl er hat nach und nachher. Adrian, würdest du mal bitte you very good player erklären, das ist ein Match für Fun ohne Preisgeld, wo ist das Problem? Ja, trotzdem geht es natürlich ums Prinzip, dass wir hier keinen benachteiligt wollen. Und das ist ja auf Dauer schon ein Vorteil. Man könnte auch behaupten, dass es ablenkt, aber man macht es einfach nicht fertig. Ne? Genau, es geht einfach nur ums Prinzip eigentlich. Ja. Also, kann das doch alleine kommentieren. Wofür braucht er denn Lose im Stream? Wenn es wirklich... Ja. Oder er mutet sich und lässt Felix alles kommentieren, aber... Ja, genau. Genau, das ist doch das Logische. Oh. Hat er eine Figur eingestellt? Ja. Ja. Sieht so aus. Da hat der Luis mal gepatzt. E4. Was ist das denn? Was kommt denn nach D schlägt E? Weiß ich nicht. Keine Ahnung, warum er E4 gemacht hat. Ich glaube, E4 war nicht so dumm. Ja, aber muss man ja nicht noch einen Bauern schenken, oder? Und jetzt noch einen. Aston, danke dir für 500 Bits. E3. Wow, 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 wow. Total unnötig. Und jetzt wird es kompliziert. Springer G6. Was okay, ist das? Aber er kriegt... Ah, oh. Oh. Okay, Turm E1, Turm E1, König F2. Turm D1, König F2. Ja, ja, das hält er schon, aber was mit einfach mit... Der Springer steht ja total bescheuert auf G6. Ja, nicht unbedingt, aber... Ja, okay, vielleicht kann er Läufer E3 machen und dann auf F4 wenden. Okay, das ist gewonnen jetzt. Nein. Ja, König G7, Springer E5. Ja, ja, das ist das Ding, dass er zurück kann. Aber er gibt nicht auf, ne? Er gibt nicht auf? Na, das wird weiter geprügelt. Ja gut, er weiß natürlich auch, was in den Matches davor passiert ist. Ja, aber nicht mit einer Figur weniger, ne? Er hat 2 Bauern. Was nicht ist, kann... Ich hab Angst, wirklich. Hä? Oh. F3 droht, ne? Ja. Aber gut, er hat Glück, der Läufer kann nicht gedeckt werden. Ja. Läufer C3 kann er vielleicht machen. Ah, Jenny... Jetzt hat er aber einen vereinfacht. Was hat er? Was hat er? So, warte mal kurz, ich komme mir immer so... Berlin hat hier subscribed oder verschenkt Subs. Vielen Dank, vielen Dank. Der Merlin-Flocke. Ja. Guter Mann. Ja, echt so. Richtig guter Mann. Ja, aber das ist Remis, ne? Das gibt's ja nicht. Merlin-Flocke, danke für das Tier 1 Sub. Fürs Wie viele sind das denn? 4 Stück? Danke dir, mein Lieber. 5? Wie viele? Okay, er hat's geschafft. Remis so, oder was? Komm, jetzt 1-0? Ah, 1-0, okay. Ja. Danke, Merlin. Wie viel sind das? 6 Stück? Muss ich mal richtig lesen hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nee, 5. Ich kann auch nicht mal zählen, ey. Und Merlin ist morgen dabei beim Sub-Battle gegen Fritzi, ne? Merlin gegen Fritzi, das ist ein bisschen hart, oder? Für Fritzi spielt er. Wieso entschuldigt er sich für morgen schon mal vor Fritzi? Verstehe ich nicht. Achso, hat er schon vor, schlecht zu spielen, oder? Ich weiß nicht, was Fritzi damit meint. Fritzi ist auch häufig nicht erklärbar, was er so erzählt. Nachvollziehbar. Dann die letzte Partie hat Nico gewinnen können und verkürzt damit auf 5,5 zu 13,5. Socke, danke dir. Da hängt was auf D8. Ja, wir haben noch nicht eingetragen. Das Problem ist, dass wenn ich eintrage, dann seht ihr nicht, was hier abgeht.
Deswegen trage ich jetzt immer nur noch den Gesamtspielstand ein. Weil in den 1 plus 1 Partien doch schon ziemlich viel abgeht, wenn ich da 10 Sekunden zum Eintragen brauche. Vielen Dank, Socke Nummer. Also den Gesamtpunktestand könnt ihr auch im Leaders-Fenster lesen. Stimmt. So. Das war wahrscheinlich wieder Französisch, oder was war das? Ja. Ja, Französisch, Tarasch-Variante. Ja. D2, aber war es, glaube ich, ganz gut. Ja. Dame fliegt ein, der Springer ist gut. Direkt Gegenangriff auf B7. Okay, aber er kann ja B2 und C3 mal mitmachen. Der A6 hängt aber auch. Das ist nur nicht sowas wie E5 machen oder so. Da richtig dumm da. Ja, der Springer ist nicht so richtig im Spiel, ne? Das ist ein bisschen doof. Okay, den platziere ich jetzt auf F6. Und mich nur auf der Grundreihe ein bisschen auf. Naja. Okay, er kann mal erstmal einen Schach auf A8 und dann auf E4 geben, wenn er will. Ja, ich würde mit Schwarz sowieso, wenn wir es mit F5. F5, ne? Genau, okay, F5. Das war klar. Hm. Wenn er gewinnen will, muss er das. Ah, direkt hier. Ah, nervt doch nicht. Ja. Trotzdem nervt er. Ja, ich habe das echt gemacht. Das ist sauer schon. Ja, okay. Remis. Okay, noch 20 Minuten zu spielen. Ah, jetzt sind es noch 19. Nimmst du Indisch? Okay. Die Variante spiele ich auch mit Weiß. Mhm. Ach, ich muss auch mal vernünftige Eröffnung spielen. Ich spiele mal Königsindisch, Rotz. Das ist so eine vernünftige Stellung. Ja. Also wie gesagt, ich kann dir Wolga nur ans Herz legen. Nee, Wolga, nee. Das habe ich auch schon gespielt. Was mir nicht gefällt, ist, dass Weiß, wie gesagt, immer abweichen kann. Was ist mit E5? Wo geht der Springer hin eigentlich? Also Springer schlägt B2, ist einfach rausgenommen. Ja, Turm B2 und dann? Jetzt aber E5. Der ist doch weg. Wo geht der Springer? Der hängt doch die ganze Zeit schon. Ja, das haben Felix und Louis nicht gesehen. Ja, ich sag ja, von außen sieht man alles viel, viel einfacher. Du sitzt hier ganz locker, guckst drauf, E5, Figur weg. Warum macht er das nicht, ne? Wieso gibt er den D4? Wieso gibt er den D4? Immer ein Grund rein, Mats. Ja, das ist ein schwacher Trost. Aber warum gibt er den D4? Völlig unnötig. Wie gerade. Oh, jetzt Springer E7 und dann Springer. Nee, mal kurz. Springer schlägt D5, geht dann gar nicht. Nee, ging nicht. Ich habe immer Turm Dame F5. Ja, aber den kann man nehmen einfach. Nee, Quatsch. Okay, jetzt kann er mal B5. B5, aber den kann man nehmen. Den kann man nehmen. Den kann man nicht nehmen, denke ich mal. Turm E8. Ja, ich hatte sogar Turm E8 und dann Dame E4 gemacht. Eins müssen wir noch nachholen. Wir haben noch kein Matt auf F5 gesehen. Ah. Wenn ihr was in den Zuschauerraum schreibt, dann sehen die beiden eigentlich nicht, ne? Ah, dann Springer E3, okay. Okay, GG. Okay, das soll es gewesen sein. Ja. Okay, kommt noch. Also, es waren jetzt 2,5-3. 7-14, er verkürzt weiter. Ja, kommt in Fahrt. Übrigens, wenn ihr was in den Zuschauerraum reinschreibt, das hört ihr nicht, das lesen die nicht, ne? Okay, direkt F6 ist ungewöhnlich. Jetzt Dame E7 gibt es zwar alles noch, aber man nimmt eigentlich zuerst auf D4 raus. Oh, dass er jetzt überlegt, ist kein gutes Zeichen. Das ist krass kompliziert und eigentlich auch ein bisschen, also sehr angenehm für Weiß. Man nimmt eigentlich zuerst auf D4 raus. Also ich lasse mich hier gerne Dame H5. Also ich lasse mich hier gerne von Louis zeigen, wie man das hier vernünftig spielt. Jetzt E5, oder? Ja. Jetzt kann er vielleicht nicht rochieren. Hat Felix gesagt, glaube ich, ne? Ey, dann müssen wir uns für nächstes Mal was einfallen lassen. Ja, was gibt's da groß einzufallen? Soll ich Schnauze halten? Ja, das habe ich immer in den Chat geschrieben, aber scheint keine Reaktion zu sein. Mein Gott, mir würde jetzt so gefallen, irgendwie sowas wie Dame schickt G4 oder ähnliches. Und dann läuft er F5.
Ja, Riesenidee. Ja. Aber aus irgendeinem Grund habe ich auch den Mist gedacht. Noch eher, jetzt springe ich E6 dann und läuft F4 oder so. Kicks, Kicks. Okay. Ich denke schon wieder so ein Mist, ne? Ich denke so D4, CD, C4, aber den kann ich auch einfach nehmen. Kannst du nicht einfach anfangen, hier Linien zu öffnen? Ja. Merlinflocke, danke dir. Was ist heute los? Du bist ja so spendabel. Noch einen rausgehauen. Oh, und da ist eine Figur weg. Also jetzt will ich aber Springer schlägt H5 sehen. Ruhe, ey. Auf geht's. Das wird ja nochmal spannend hier. Ja, seitdem Felix nichts mehr sagen darf, ne? Merkt ihr's? Anscheinend macht das trotzdem. Seitdem dreht sich alles. Ohne Witz, das. Läufer E5. Ah. Oh nein. Ja, man sieht's. Man sieht's nicht. Oh, das gibt's doch nicht. Man sieht sie ihm an. Jetzt hängt noch C6. Oh, das gibt's doch nicht, ey. Die tut das weh. Ist aber auch echt, taktisch ist er echt anfällig, ne? Ja, aber ich glaube, wenn der ist jetzt langsam an dem Punkt. Das nicht so. Der ist jetzt langsam an dem Punkt, da ist es in gewisser Weise egal. Der ist durch. Also diese Variante wird ständig wiederholt, ey. Dieser Schrott. MC Schrewe, danke dir für den Prime. MC. Für wen ist sie denn schon? Ich weiß es nicht, generell. Die ist Schrott. Ich weiß zwar nicht für wen, aber. Okay, was ist das hier? Ja, C3 will er spielen, okay, und dann 3, 6, 4, 6. C3. Kriegt er denn eine stabilisiert, den blöden Springer? Du Gaul. Ja, Chat, es geht auch nicht drum. Wir wissen auch, dass Felix nicht 100-mal besser ist als Louis oder so, aber total gut. Er kann halt vielleicht trotzdem mal einen entscheidenden Impuls geben oder so. Man ist einfach, ja. Okay, Tompadov schreibt auch, mittlerweile ist es angemessen. Okay, dann. Das macht's besser. Jetzt hat er schon wieder einen Bauern eingestellt. Ach nee, Qualität hat er geopfert wieder. Ich habe den Eindruck, als ob der Louis das irgendwie zu Hause analysiert hätte, dieses bekloppte Endspiel. Opfert ständig die Qualität hier. Ich muss sagen, Louis war eben viel besser in den Puddelphasen. Also es ist wirklich um die Wurst gegangen. Taktisch ist er viel mehr auf der Höhe. Er stellt deutlich weniger ein. Aber jetzt kommt König G5. Ah, nach König G5, F5. Ach, der wird sich noch was einfallen lassen. Ja, jetzt F5. Ja. König läuft rein, König nach E7 und dann Turm C7 oder so. Ah, direkt. Ja, C1, B5 im gefesselten Läufer den E6 starten, ne? Das wäre es ja gewesen. Aber das ist ja schon wieder schlechter für Weiß. Weiß. Ja, also besser als Schweiß. Es nicht. Aber bei mir oder was? Nein. Wieso denn dahin? Geht auch nach C. Oh, ist das ärgerlich. Jetzt laufen die Bauern wieder. Das sind ein bisschen viele. Ja, ein bisschen zu viele Bauern. Ist es selbst, wie stark der Louis ist, ey, das gibt's überhaupt nicht. Selbst mit zwei Verbundenen ist es schon ziemlich schwierig. Und wenn der B3 dazu noch kommt. Solche Endspiele habe ich auch schon mal gehört. Oh. So einen Jugendlichen, fällt mir ein. 1-0-1. Nächste. Ja, die schaffen mit Abstand die meisten Partien, ne? Ja. Ja, die Sache ist, die geben auch auf, ne, wenn es verloren ist und spielen nicht jeden Rotz dann weiter, ne? Louis gibt halt auf, hat einmal aufgegeben, wo er Verlust stand, ne? Ich habe bei Nakamura und solchen Leuten dann gesehen, dass sie dann echt ewig weitergespielt haben, wenn sie so knapp in Führung waren. Ja, gut, das Bullet stellen. Bei allem Respekt, das hat Louis ja nicht mehr nötig. Nee. Kuss, Flosen. Springer G6. Oh. Er parkt schon ein bisschen viel ein, ne? Jetzt kommt noch Turm D1 zuerst, pass auf. Doch nicht. Marco, jetzt wird im Chat geschrieben, wir hätten beim Marathon ja auch oft
zusammengespielt. Wir rechtfertigen das. Das stimmt Teil allerdings, ja. Da habe ich mich auch gewundert. Ihr habt diesen Marathon zusammengespielt. Das ist ja auch eine Frechheit eigentlich. Habt ihr euch abgewechselt eigentlich beim Spielen? Wir waren beide die ganze Zeit online, damit wenigstens dieser uns nicht vorgeworfen werden kann, dass wir sozusagen uns abwechseln mit dem Schlaf sozusagen, sondern wir waren beide 24 Stunden am Stück wach. Laber nicht. Ihr habt 24 Stunden durchgespielt? Ja, beide. Also halt, wie gesagt, wir haben uns beim Spielen zwar abgewechselt, aber wir waren 24 Stunden beide dabei. Im Stream, vor Ort, also ja, online miteinander geredet. Ja, aber ja, wir waren. Ihr habt nicht geschlafen, hm? Nee. Nee. Springer E4, oder? Wie seid ihr denn wach geblieben so lange? Wir sind sogar den halben Tag vorher wach geblieben. Also ich war ab 11 Uhr morgens wach und der Marathon hat um 1 Uhr nachts angefangen. Ja, aber wie seid ihr denn wach geblieben? Verstehe ich nicht. Kein Plan. Hab geschafft. Ich war 36 Stunden wach oder so. Ich auch. Also erzähl doch keinen. Ihr wollt wahrscheinlich jetzt nicht verraten, was ihr genommen habt. Ne? Hör doch auf. Nein, 36 Stunden war ich wach. Aber bei mir leider war es Red Bull. Bei mir war es Red Bull. Ja gut, der Red Bull hilft, wenn man vieles nimmt, das stimmt schon. Aber das ist ein bisschen krank. Aber man muss, nur weil wir die Thematik hatten, man muss dazu sagen auf jeden Fall, dass bei uns war absolut grenzwertig und wir haben dann die letzten 4-5 Stunden auch ohne Absprachen und sowas gespielt, einfach weil ja, wir haben sogar eine Vermahnung, glaube ich, bekommen von Leeches. Deswegen machen wir das jetzt nicht mehr so, wenn wir an Turnieren teilnehmen. Also das haben wir vorher eigentlich auch nicht gemacht, nur im Marathon, weil 24 Stunden so zu spielen und nicht das so zu sagen, ist so. Das stimmt. Also auf Leeches spielen wir ab und an zusammen, also so Hand and Brain oder abwechselnd ziehen oder was auch immer. Steht aber bei uns auch im Account drin, dass wir da auch durchaus mal zu zweit spielen. Und beim Title Tuesday, wie gesagt, beim Title Tuesday lassen, ja, also wenn es um Geld und? Geht, dann spielt jeder allein. Ist das denn erlaubt dann überhaupt? Trotzdem? Was genau? Das war die Test? Ja. Also uns wurde zumindest während des Marathons nur eine Nachricht, bitte nicht uns absprechen mögen. Aber im offenen Spiel, ich meine, das Ding ist, die Idee ist ja gekommen, dass wir uns zusammengesetzt haben, das ist eine ganz nette Geschichte, wie wir überhaupt zum Stream gekommen sind. Und zwar, ich habe meinen FSJ in Karlsruhe gemacht und da hat Marco studiert zu dem Zeitpunkt. Da haben wir uns oft in unseren gemeinsamen Pausen irgendwo zu Subway getroffen und haben da All You Can Drink ausgenutzt und haben einfach das WLAN geschnorrt und geblitzt. Und da sind so lustige Sachen gekommen durch das Predikten von den Sachen. Oh mein Gott, wenn er jetzt dieses Matt übersieht, und dann kam das so. Das war einfach so unfassbar geil und lustig. Und ey, wenn da Leute zuschauen würden, das wäre so cool. Oder da müssten einfach alle lachen. Das wäre einfach pures Entertainment. Und das mit den Leuten teilen. Ja. Und es ist einfach lustiger, wenn man so mehr Leute da am Start ist. Und ich glaube, wir haben uns oft genug auch schon in die Suppe gespuckt mit allen. Zwei Freibauer, wie geil er kämpft, ey. Ein Tier. Okay, aber jetzt verliert er, glaube ich, den Springer, oder? Ja, ich glaube auch, aber... Oh nein, oh, Springer D4. Ja. Ah. Das ist unglaublich, ne? Dass er wieder den letzten Moment wieder nicht... Ja. Ich habe es noch König in 2 gesehen, aber... Springer G3 zurück vorher. G3 vielleicht, ne? Mann. Oder Läufer B3 um 1... Das wäre locker noch gegangen. Okay, auch wenn das Match jetzt entschieden ist, bleibt auf jeden Fall dran, weil direkt nach dem Match haben wir noch die Möglichkeit, mit Nico hier zu reden. Ich kann schon, glaube ich, ziemlich gut vorhersagen, was er sagen wird. Ihr seht ihn schon im Bild, sieht ziemlich fertig aus. Und vor der Bullet-Session und ich glaube, das macht es jetzt nicht unbedingt besser. Nico ist dann im Discord-Call gleich? Ja, genau. Okay, gut. Was ist mit Luis? Der hat gesagt, er bleibt noch im Stream, bei Lockdown-Chess-Stream.
also nicht, dass das jetzt so rüberkommt, als wollten wir nicht mit Louis sprechen. Aber er hat gesagt, er bleibt noch im Stream drin. Ist sehr umgekehrt. Ja. Das klingt aber auch hart. Ja, sein Manager hat das so entschieden. Ne? Chris hat gerade eben übrigens gefragt, kommt eigentlich Felix auch mit ins Interview nach den Partien, was er so gerechnet hat. F4? Ja, Lockdown Chess will auch ein bisschen Fame haben. Was ist das? Oh. Oh, und dann Dame steht. Nice! Sehr gut. Damit sie viel geht leider mal. Damit sie 4 geht leider noch. Damit die 4 trotzdem. Ja, ja, ja. Ach so, oh nein, und am Schluss geht Turm D1. So, was war das? Dame schlägt, Läufer schlägt, König zieht, Springer schlägt D3, Turm D1. Komm. Okay, jetzt geht Turm schlägt D3, jetzt geht ja so gut. Ach so, wird doch Springer G5 machen. Ja, aber Klappe vorne und hinten nicht. Nee. Kann ich mir auch nicht erzählen. Louis findet was. Es ist schwer zu finden, eine schwarze Katze im dunklen Keller. Vor allem keine schwarze Katze ist da. Springer F7, nein. Nein! Nein! Ich habe doch gesagt, er findet, das gibt's nicht. Er stellt die ganze Zeit dann Sachen ein, ne? Das gibt's gar nicht. Oh, wie bitter. Jetzt hängt alles. Vor allen Dingen, er hätte doch einfach auf D3 nehmen können. Ja gut, Springer, Turm E3 war natürlich objektiv noch besser. Ja. Den kann er nehmen und Springer C6 und fertig. Ja, ja. Du hast recht. Turm C6, es ging Turm D4, ja, ja. Oh Mann. Ja, es ist Bullet, ne? Chris schreibt, ich glaube, der Georgiade spielt die nächsten paar Monate kein Schach. So, jetzt sehen wir Neidorf, ne? Heute zum ersten Mal. Aber das kennt natürlich Louis extrem gut. Nee, das war wieder klassisch, mein Freund. Louis farmt den ja richtig. Aber das war wieder klassisch. Das sah irgendwie nach Neidorf aus. Ja, echt so. Du hast gesagt, ich dachte so, hä, war es nicht klassisch? Muss ich nochmal gucken. Aber doch. Was denn? Auch mit dem Läufer auf G5. Stimmt. Aber das ähnelt sich natürlich, ne? Louis, der Fuchs, ey. Den schönen Läufer gibt er ab. Wird alles getauscht. Der D6 hängt, der B4 hängt. Sieht irgendwie alles dubios aus. Ich weiß nur noch. Sieht mega dubios aus, ey. Läufer B5 wäre eine Idee gewesen. Läufer B5 auch jetzt. Jetzt nicht mehr. Ja, aber guck mal, wie schnell er spielt, ne? Guck mal, wie schnell Schwarz spielt. Und schon wieder ist es aus. Nee, aus will ich noch nicht sagen. Im schlimmsten Fall geht noch König zu 1. Ja, aber B4 kannst du nicht machen und das eigentlich auch nicht. Ja, okay, ja, bei D3 dann. E4? Wer will das rechnen? Turm E1? E4, Dame E3? I don't know. Ja, oder Dame G8 Schach? Nee. Doch, also. Turm schlägt D3. Nee, dann kommt Turm schlägt D3. Stimmt, Turm der D3. Schwarz überlegt und spielt was? König D7. Ja, aber der kann es nicht sein. Ja, aber... Der kann es nicht sein. E4, Dame... Also Dame F... Hm? Oh, nee. Jetzt Dame F6? Dame F6 geht noch, stimmt. Turm D3, Turm D3, ne? Kommt Turm D5, oder? Ja. Nee, Turm schlägt D3, oder? Nein, Turm D3, Turm D3, Dame F6, Dame F6 dann auf D3 nehmen, hätte einen Läufer mehr gehabt. Ja. Genau, sag ich. Jetzt fällt der... Flexi TV, danke. Fällt der D3 auch raus. Turm B3 ging, ja, der gefällt mir auch. Danke, Flexi. Liebe Grüße zurück nach Österreich. 0-1. Oder? C1 da. Ist schwach. Ja, und jetzt Damen tauschen. Das ist ja unglaublich, wie stark Louis ist, ey.
Ich glaube, das ist jetzt langsam auch die mentale. Ja. Also ich rede mich ja immer drüber auf, wenn sie im Fußball fragen, ja, mental war das eine starke Leistung. Aber im Schach, wenn man gerade 5 Partien in Folge verloren hat in einem Mensch, dann ist man mental. Das kannst du gar nicht vergleichen. Im Fußball gibt es sowas gar nicht. Ja, eben, deswegen finde ich das ja auch lächerlich. Ja. Das ist ein Riesenunterschied. Schach ist halt mega mental, ne? Anstrengend. Die Geschichte. Schwarz hat einen Bauern dafür den starken Läufer gegeben. Die Idee kennt man. Nicht den Springer wegziehen, sonst kommt Dame schlägt G6. Meinst du, es kommt zu Springer G4 jetzt? Oh, nee. Das haben wir es ja so oft der Fall, ne? Okay, lass mal F5. Nein, das ist gut. E5 ist eine gute Idee. Läufer nimmt Springer, nimmt Dame, schlägt G6. Ja, aber die Dame deckt doch. Stimmt, die Dame kann auch nehmen. Oh, Turm schlägt G6. Das ist nicht sein Ernst, oder? Ja, das aber ist so einfach. Was soll er machen? Dame schlägt G6. Nee. Was soll er machen? Ich meine. Geht vielleicht noch. Geht nichts. Doch. Klassische Gewinnstellung. Und was macht er in C4 raus? Ja, er denkt sich ja klar, Läufer angreifen. Ja, ich hätte Dame E6, glaube ich, ganz gut gefunden. Ja, Turm F6 war klar irgendwie, dass es gehen soll, oder? Ja, wobei E schlägt F. Der Turm schlägt D4. Nee, der Turm hängt auf F7. Oh, Turm F3. Turm F4, Turm F4. Du stehst im Schach. Stimmt. Turm schenkt D4, ist doch egal. Turm F3 geht nicht, dann hängt D4. Ah, und ich hab nicht Dame F8. Boah, yes, Gott, jetzt geht's ab. Was ist denn hier los, ey? Jetzt geht's nochmal ab. Aber das Problem ist, er kann... Das Problem, was ist das denn? Und dann König G8, ja? Ja. Läufer nimmt König G8. Junge, ist das eine Partie, ey. Ja, komm, also... Zum Abschluss nochmal eine richtig geile Partie, ja. Das ist doch mal eine schöne Abschlusspartie, genau. Matt auf F5 wollen wir sehen. Stimmt, Matt auf F5. Der Nico wird froh sein, wenn diese Partie vorbei ist. Ja? Und er hat jetzt 20 Sekunden mehr. Auf geht's, Nico. Ja, wir haben aber schon alles gesehen. Ne? Ich weiß, man soll nicht parteiisch sein, aber ich gönn's ihm jetzt weg. Warum nicht König A7? Weil Dame H8. Ah, Damentausch. Also wenn das nicht gewinnt. König G6, komm. Jetzt aber, nein, komm, König G6, Mann. König G6 H5, wieso macht er das nicht? Und jetzt, vor allem, er hat viel mehr Zeit. D4, ja, jetzt hat er's. Jetzt hat er's. Ja! Oh. Ist fertig? Ja, ist fertig. Okay. König also. A7 war auf H8 matt Farbe gesagt. Danke, mein Lieber. Ich sehe nichts. Okay, immer noch ein Sieg zum Abschluss, den wir wirklich alle von Herzen gönnen. Ja. 20-8. Ist schon eine harte Schelle. 28 Partien, die letzten waren 23 Partien oder so. Also das heute war ja pures Angriffsschach. Ja. Wahnsinn. Also es ist unglaublich dynamisch von Luis, muss ich sagen. Also Chapeau, ey. Aber Nico auf jeden Fall sehr sympathisch. Also hat das Ganze mit Humor genommen. Ja. Ist er im Discord-Call dann, oder wie wo? Ich habe ihn gerade auf Skype geschrieben, ob er jetzt direkt dazukommt. Mhm. Und dann haben wir noch die Gelegenheit, mit ihm zu sprechen. So. Chat, ihr habt's gehört. Kurz nochmal den Nico hören. Und das war's dann auch für heute. Von uns wird das auch das Letzte gewesen sein. Da ist er, ne? Ich glaube, der ist drin im Call. Madal hat gespendet, danke dafür. Und jetzt haben wir Nico bei uns. Ja, wir hören dich. Grüß dich, Nico, hier ist der Big Greek. Hey, Big Greek, alter Lachs, wie geht's? Alles super. Was war denn los, Mann?
Ja gut, was war denn los? Das ist auch schwer. Ja. Ja, vor allem, wenn du den ganzen Tag gearbeitet hast und eigentlich schon tot bist, bevor du beginnst, dann ist es so. Ja, ich war überrascht, als ich gehört habe, dass du jetzt arbeitest, aber ich habe gesehen, du studierst Medienwissenschaften, ne? Das heißt, nee, das habe ich schon lange hinter mir. Und was machst du jetzt? Seit 2 Jahren arbeite ich beim Fernsehen. Ach so, fest. Und was machst du da genau? Redakteur oder sowas? Genau. Dann sind wir ja quasi fast Kollegen. Wenn ich ja, klar. Okay, nicht schlecht. Ja, seht ihr mich oder wie ist das? Muss ich noch irgendwie die Kamera einschalten oder wie ist das? Also in unserem Stream sieht man dich noch über das Skype-Ding, also kannst gerade so lassen. Ich glaube bei The Big Greek. Wir machen ohne Kamera heute. Ist sowieso okay. Ohne Kamera, also alles so lassen. Ja, ist besser. Ist besser, wenn man mich nicht sieht, wenn man den Zuschauern den Anblick erspart. Das ist besser. Auch besser, du bist so ein hübsches Kerlchen. Aber ich weiß nicht, wie rot ich jetzt bin. Nico, erstmal ein paar aufmunternde Worte von mir. Also ich fand deine Partien eigentlich extrem stark, aber da waren halt der ein oder andere Einsteller einfach zu viel dabei natürlich. Ist das aber, Luis? Nee, ich bin Adrian. Ah, oh, Adrian, ja. Gut, ja. Okay, ja. Jetzt hört man dich nicht, ne? Nee. Oder? Nico, man hört dich nicht mehr. Jetzt ist gerade irgendwas. Mhm. Also wir sehen ihn auf Skype, wie er redet. Aber nee. Man hört ihn nicht. Ich schreibe ihm mal schnell. Man hört, dass er aus der Schweiz ist, ne? Chat? Eindeutig, oder? Und das mit dem alten Lachs, dass er das gesagt hat, das liegt daran, dass wir mal ein Turnier gespielt haben, zusammen auf Kuba. Das ist schon lange her. Vor 6 Jahren. Da war er auf Kuba mit dem Sebastian Bogner und da haben wir auch ein Turnier gespielt. Und da war er, wie alt war er da? 16, 17? Ja, damals. Ja, scheiße. Der hat geschrieben, keine Ahnung, was passiert ist. Hab nichts gemacht. Wir können versuchen, ihn auf Skype dazu zu holen, aber dann weiß ich nicht, ob du ihn hörst, Georgios. Ist nicht schlimm, ich mach dann Schluss. Eine Frage an euch. Ihr macht gleich auch Schluss. Ich versuch's nochmal. Jetzt geht's. Ja, jetzt hört man nicht wieder. Okay, ich weiß nicht, was passiert ist. Wo war ich? Wo habt ihr mich nicht mehr gehört, aber? Viele Fehler hatte Adrian gesagt und dann war Schluss. Ach so, ich habe so viel gesagt und die haben uns nichts gehört. Naja, ich habe gesagt, vor allem zu Beginn war es halt bitte, okay, die erste Partie war normal, aber dann die zweite, dritte und vierte habe ich alles so dumm verloren und dann war es schon 4-0, das war... Ja, die zweite war auf Zeit, die dritte war, ich hatte einen Bauern im Turmenspiel, stelle alles ein und die vierte stand ich total auf Gewinn und habe auch überrissen. Danach war es vorbei eigentlich schon, bevor es begonnen hat, das habe ich gesagt. Ja, nach den. Ja, da sind wir auf jeden Fall meiner Meinung. Es ist extrem unglücklich gelaufen in den ersten Partien. Und mit dem Start war es dann natürlich auch schwer, nochmal reinzukommen. Ja, eben. Das war. Richtig, die Partien grundsätzlich waren ja gut. Das war ja das, was uns allen so. Ja, die Partien waren nicht schlecht. Ja, im 5 plus 9 habe ich eigentlich nicht so schlecht gespielt, dachte ich auch. Aber okay, das Resultat war einfach vernichtend. Und je kürzer die Bedenkzeit, desto schwieriger, das dachte ich mir schon. Wenn man wenig Übung hat, dann ist man einfach weniger schnell als jemand, der viel Übung hat. Und ja, man hat Luis auch angemerkt, dass er wirklich gut spielt, extrem stark ist online und viel spielt. Und mir hat man angemerkt, dass ich nicht viel spiele. Ja, so viel spielt er nicht, ehrlich gesagt. Ich habe einfach ein paar Turniere gesehen. Felix hat mich auch eingeladen, da er, ich weiß nicht, diese Lockdown-Chess-Turniere. Ja. Zu Beginn habe ich da ziemlich oft mitgespielt in diesen Ligen und so weiter, aber das ist mittlerweile schon über ein halbes Jahr her. Da seither habe ich irgendwie die Lust am Online-Schach verloren. Ich weiß nicht warum. Und das heute hat jetzt auch nicht unbedingt dazu beigetragen, dass es besser wird. Hat mir Spaß gemacht, aber ja, es war ein bisschen blöd, dass ich so dumm gestartet bin.
Wie ist es denn, wenn ab einem bestimmten Moment ist doch so, dass man auch so ein bisschen den Glauben an sich selbst verliert, oder? Ja, ja. Gut, ich muss ehrlich sagen, ich habe mir im Match sehr, sehr wenig Chancen ausgerechnet insgesamt. Aber ich dachte, vielleicht ist ein bisschen, kann ich es ein bisschen spannender machen. Aber ja, wenn man dann so 5-0 hinten ist nach den Partien, dann geht es nur noch um Schadensbegrenzung. Da ist man schon so, das ist wie ein bisschen Tilt, getiltet schon. Ja, klar. Ja, ich kenne das zu Genüge. Ja. Ja, ich war ein bisschen überrascht jetzt. Ja, sag, Adrian. Wir sind gerade umgegangen, ist fast. Ich wollte nochmal zum Beruflichen fragen, weil ich war jetzt ein bisschen überrascht, als du jetzt so voll im Berufsleben eingestiegen bist. Das heißt, Schach ist bei dir natürlich jetzt nicht mehr die erste Geige, ne? Nee, gar nicht. Die letzte Geige. Die letzte Geige. Okay. Ja, also ich spiele, ich weiß nicht, im letzten Jahr, okay, habe ich Corona-bedingt irgendwie 10 Partien gespielt und in diesem Jahr noch keine. Und ich weiß nicht, wann ich die erste Partie spiele. Also ich spiele so, wenn es normal läuft, spiele ich so 2 Turniere im Jahr. Mhm. Und ein paar Mannschaftsturniere und that's it. Mhm. Ja. Adrian? Ja, genau, was ich noch sagen wollte, ja, immer wenn du so das Gefühl hatten, so jetzt ist wieder eine Aufbäumphase, weil die Partien gut waren, die Ergebnisse dann gepasst haben, da kam schon eine unglückliche Verlustpartie rein. Ich weiß noch, als du die Dame dann mehr hattest mit Springer H5, hast du da mega taktisch. Ja, ja, ja. Und dann habe ich habe schon König E8, wollte ich schon spielen. Dann dachte ich, ach, warum nicht noch Käse? Dann läuft es. Der König hatte ich schon auf A8. Und dann, ja, ja, gut, aber gut, im Bullet war es eher nur noch random. Aber ja, das ist leider zu oft passiert, ja. Und was unglaublich war, Luis hat fast keine solchen groben Fehler gemacht. Das war, sehr wenig, wenn ich eine Partie gewonnen habe, dachte ich, dann war es einfach normal. Also dann war es mit, ich weiß nicht, mit viel Mühe und hat sich immer super verteidigt. Ja. Und, nee. Ich, hatte ich weiß auch nicht, warum er so stark ist gerade, weil er studiert ja eigentlich auch Jura. Ja. Ich weiß nicht. Aber tatsächlich, ja, Luis einfach ist wirklich ein extrem starker. Auch Jugendliche haben natürlich irgendwie diesen taktischen Instinkt. Keine Ahnung. Ja, ja. Zweifellos, das war, das habe ich auch ein bisschen erwartet. Vor allem im Bullet und im 3 plus 0 dachte ich, wird schwer, aber dass ich im 5 plus 0 so, ist ja nicht plus 0, plus 1, ja, das hätte ich nicht ganz so erwartet. War, glaube ich, auch ein bisschen zu hoch, wenn man die Partien anschaut, im 5 plus 1, aber. Also ihr habt uns taktische Gemetzel geboten, das war ja sensationell, wirklich. Das eine Ding, als auf jeden Fall halb matt war, aber dann doch nicht. Und oh, das war ja. Wo war das? Die eine Partie, dieser Alapin, war das, glaube ich. Als du den ganz starken Läufer auf A8 hattest mit Schwarz. Oh. Und dann das war ja ein taktisches Gemetzel, das war ja der Wahnsinn. Hab ich am Ende auch verloren, ja? Oder nicht? Nee, ich glaube, Jeremie ist das. War das am Ende. Dauerschach, ne? Ja. Nee, genau, mit dem Randborn. Doch, das war's, Marco. Da warst du gerade drauf. Das war's. Das hier. Das mit dem Rand. Was war bei mir am Ende? Ich dachte, ich hatte dich auch verloren am Ende, aber. Weiß schon nicht mehr. Dann kurz gucken, ja? Das hier war kein Alapin. Nee, das meine ich auch nicht. Marco, das mit dem. Ah, das war vorhin kurz drauf, irgendwo in der Mitte. Nee, nicht das, nicht das. 3 plus 0, ja? Das war ein Randbauer ohne irgendwas am Ende noch. Das hier. Nee, das war die Partie. Okay, ja, das genau war die. Die hier, ja, da war ich doch gerade eben drauf. Da meine ich die nicht. Die andere in der Mitte, neben der, die du gerade eben geöffnet hast, neben dem Remis. Neben dem Remis? Links neben dem Remis. Nein, das andere. Links neben dem Remis in der Mitte. Noch weiter links? Links? Dann hör auf, Mann! Adrian, ich würde mich da langsam verabschieden. Okay. Kurzer Hinweis noch: Es geht weiter bei euch am Sonntag, ne? Genau. Ja. Collars gegen. Nö. Nee, Michael Richter. Nee. Richter. Das für den Chat jetzt nochmal. Also, falls. Moment, Sonntag spielen wir doch auch. Ja, 17 Uhr ist da das Match, dass wir um 20 Uhr fertig sind, um ja. Unter anderem gegen The Big Greek genau. Die Bilanz zu halten. Also, Chat. Sonntag geht's weiter mit dem Chess Hobbits Cup. Kann ich ja selbst gleich noch erzählen. Ich verabschiede mich. Müsst ihr ja nicht zuhören. Ich verabschiede mich von euch schon mal und Sonntag geht's weiter. Und. Ja.
cool, dass ich dabei war. Und der Nico, liebe Grüße in die Schweiz. Und, ja, dir auch, alter Lachs. Mach's gut, mein Lieber. Hätte ich nie vergessen. Ich auch nicht, auch nicht, auch nicht. Mach's gut. Also Nico, kann sein, dass du die Partie wirklich am Ende verloren hast. Dann habe ich es vielleicht... Ich dachte, ich habe sie verloren. Ich dachte, ich hatte eine Figur mehr und dann hat er Dame D4 Schach plötzlich und hat mir noch den Springer auf D3 zurückgeschlagen. Das war so bitter auch da. Ja, das war extrem, wie das alles aufgegangen ist. Das war ja nicht mehr berechenbar. Am Ende hat er noch Dame D4 Schach oder sowas und mein Springer war weg. Ich dachte, ich habe eine Figur mehr. Dann plötzlich war es verloren stattdessen. Mhm. Also, wir sind so oft hier im Spiel. Ah, doch! Ja, das war. Nein, das habe ich verloren. Am Ende war es ja Springer gegen Läufer und wir hatten beide noch den F-Bauen, diese Tod-Remis-Stellung. Und dann habe ich den F7. Dann habe ich zuerst den F7 verloren und dann habe ich noch ich weiß nicht, König E6 gespielt oder so. Ja. Das war die Partie. Ja, das war die Partie. Ja. Das war auch unglaublich. Ich meine, das ist wirklich für die Begegnung heute. Ja, genau. Ja. Das ist so ein taktisches Gemetz. Hier dachte ich, ich gewinne, aber ich habe einfach Dame D4 nicht gesehen. Ja, gut, aber nach Dame schlägt F6 kommt ja auch Dame schlägt A8. Ja, okay, aber dann kann ich nie verlieren. Dann stehe ich ja nur besser in der Stelle. Ja, aber also ich habe nicht gewonnen. Ja, und dann war es am Ende ja Tod Remi. Also dann hier war es gut für ihn und dann war es Tod Remi und dann, ja. Stimmt. Am Ende war es doch noch. Das war unglaublich, ja, genau. Also wir sind so oft da gesessen und haben gesagt, das darf doch nicht wahr sein, aber es hat dann doch irgendwie immer so ein Dame D4 Schach gegeben. Dieses Dame D4 ist wirklich so sinnbildlich für den Verlauf einfach. Ja. Also. Da hast du uns richtig leid getan. Ach, das ist kein Problem. Muss man auch verlieren können in dem Spiel. Das ist, aber es geht ja um nichts, war ja nur Spaß. Das ist ja kein Problem. Das stimmt, okay. Wenn ich das in der Langpartie sowas verloren hätte, dann würde ich jetzt nicht so da sitzen und lachen. Und dann in der Langpartie verliert man das zum Glück nicht so. Ja. Nicht so oft. Das ist schon passiert. Ja. Voll verständlich. Er war einfach viel besser als ich. Ich weiß nicht, er war nicht im Call, ja? Ich dachte, er ist auch noch dabei. Aber, er hat selbst gestreamt und war dann deswegen hier nicht dabei. Ja. Und wollte dann auch hier jetzt nicht am Schluss dazukommen. Deswegen sind wir umso dankbarer, dass du noch dabei warst. Und okay, ja. Man konnte an deiner Mimik einiges ablesen. Ja, gut, das war nicht schwer. Na, am Ende war ich wirklich tot, aber ja, zu Beginn war schade. 5+0 war schade. Ja, aber jeder, der von einem anstrengenden Arbeitstag nach Hause kommt, weiß genau, wie du dich dann fühlst, da jetzt noch so 2-3 Stunden gegen eines der deutschen Top-Talente da zu spielen. Also Respekt dafür einfach. Ja. War nicht einfach, aber ich habe eben gehofft, dass wir am Sonntag spielen, aber er hat sich dann leider nicht so ergeben, aber ja, was soll's. Ich hätte auch am Sonntag kassiert, da bin ich sicher, aber vielleicht etwas weniger hoch. Ja gut. Okay, dann vielen Dank, dass du dabei warst. Danke euch. Danke euch, mit Sicherheit, dass ihr mich eingeladen habt. Ich hoffe, ihr bereut es nicht. Nein. Hast du auf jeden Fall viele Sympathien hier in Deutschland gesichert? Wirklich? Ja. Wenigstens das. Wenn schon keine Punkte, dann Sympathien. Und ja, also wenn du Lust hast, kannst du auch gern mal dazukommen zum Kommentieren, wenn du Zeit hast. Also falls für dich Interesse besteht. Ja, ihr könnt mich einfach fragen. Frag am besten individuell mal, wenn ihr mal einen Tag vorher oder so, wenn das geht. Gerne, ja. Am besten spontan, ja. Okay, super. Ja, ich ziehe jetzt dann bald auch um, deswegen wird es ein bisschen eine stressige Zeit für mich, aber vielleicht habe ich ja Zeit, wer weiß. Ja, wenn es geht, dann geht's, wenn nicht, dann halt nicht. Ja, wenn ich Zeit habe, mache ich gerne mal mit. Super. Gut. Okay.
Dann danke auf jeden Fall für deine Teilnahme. Hat uns sehr, sehr gefreut. Danke. Danke euch. Okay. Tschüss. Ciao. Okay, und wir verabschieden uns auch für heute. Bedanken uns fürs Zuschauen und ja, ihr geht jetzt zum guten Freund von Nico, zu Sebastian Bogner. Macht da noch ein bisschen Radau bei dem. Und das nächste. Ja, auf jeden Fall. Also einer der sympathischsten bisher hier. Der Rest natürlich auch, aber ja. Und ja, nächstes Match wird am Sonntag um 17 Uhr sein. Und davor, wie immer, unser Stream am Freitagmittag. Seid auf jeden Fall dabei. Und ja, danke fürs Zuschauen. Habt noch einen schönen Abend. Ciao. Tschüss. Offline? Ja, ich.